Waffen, Bud Light, Kippen und gib ihm noch einen guten Stierkampf und er hat alles, was er braucht. Ey, wenn Drake sagt, ich habe einen Song, willst du drauf, in welcher Welt machst du das? Ist, also, es gibt immer mal so Songs, da verstehe ich das, aber sobald ich vier hintereinander höre, bin ich genervt. Echt? Alter, boah, das trifft, das verletzt mich richtig. Bitte alle, du auch, Marvin. Eins, oh Gott. Zwei, drei. Oha. Krass. Der war gut. Hä, was, das habe ich jetzt nicht verstanden, was das tut. Das ist unsere Motivation am Anfang. Kennst du das nicht, wenn so Fußballmannschaften einen Kreis bilden und schreien oder so? Ich kenne das von Jeremy Fragrance, der klatscht immer und dreht sich einmal im Kreis. Das ist so ein YouTuber. Ja, ja, genau, so ähnlich ist das. Ja, perfekt. Kennst du den? Nee. Ach so, schade. Und in Wirklichkeit ist es einfach nur, damit derjenige, der Ton bearbeitet, die Tonspuren synchronisieren kann, damit er einen Peak hat. Ach so, Alter, krass. Hier lernt man doch was. Ja, die Kleinigkeiten im Leben. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Backspin Stammtisch. Mein Name ist Nico Backspin und dank der Krise, die weltweit herrscht, habt ihr jetzt die Möglichkeit, uns häufiger zuzuhören. Ich habe wieder Kevin bei mir. Ich sehe dich auch, Kevin. Ich sehe dich auch. Moin, ich sehe ne? dich. Ich sehe dich. Denn wir machen auch wieder Video und ich sehe vor allen Dingen auch deine Pflanzenpracht an der Seite. Über die reden wir nachher auf jeden Fall nochmal. Und wir haben einen Special Guest heute. Denn der Backspin-Kosmos ist riesengroß und wir haben da verdammt viele, verdammt geile Leute mit dabei, die ganz geile Sachen machen. Und einer der geilsten Typen ist Marvin und das kriegen bisher noch zu wenige mit. Und deswegen werden wir jetzt regelmäßig auch hier über das reden, was er am besten kann. Was ist dein Steckenpferd? Worüber kannst du am besten reden, Marvin? Ich glaube einfach reden, oder? Ja, ich würde sagen, mein Steckenpferd ist einfach, ich bin Deutschrap Prinz Eisenherz. Ich bin hier Helikopterpilot getarnt. Ja, und, das sieht alles absurd aus bei dir. Ne? Ich mache mein wöchentliches Format Marvin's Room auf dem Backspin-Kanal. Es geht um Ami-Rap. Der ganze Ami-Rap-Kosmos wird thematisiert. Es geht um die aktuelle Situation, die drüben herrscht. Was Corona da gerade aufs Rap-Game, was Corona mit dem Rap-Game zu tun hat. Warum Future mit Mask Off vielleicht die Corona-Krise vorausgesagt hat. Und was für Lieder da gerade zu rauskommen. Es ist ein buntes Sammelsurium an Spielspaß und Spannung. Ja, genau. Es ist für mich auch, muss ich sagen, eine sehr Herzensangelegenheit, dem Ganzen ein bisschen mehr Schein zu geben. Denn das, was du da seit gefühlten 200 Folgen schon machst, wie viele sind es insgesamt jetzt? Wo sind wir? 45 kommt am Montag. Ja, das ist schon, also es ist Entertainment, es ist lustig, es macht Spaß. Und ich gebe dir auch sehr viel Props dafür, dass du mir auch immer einen Blick mehr auf die amerikanische Szene lieferst, als ich es vielleicht sonst aus dem Alltag hier hinbekommen würde. Deswegen ist es uns auch eine Herzensangelegenheit, dass du hier bist und vor allen Dingen uns beiden Deutschrap-Flachnasen mal ein bisschen mehr aus Amiland mitbringst. Kevin, du guckst auch jede Folge, oder? Klar, ich weiß nicht, ob Marvin das ab und zu mitbekommt, aber meine Mitbewohnerin Luisa und ich, wir haben hier so ein kleines Ritual. Eigentlich jeden Montag, wenn Marvins Room rauskommt, dann essen wir zusammen Abend und gucken uns die Folge an. Ich glaube, ja, klar, Luisa markiert ihn dann so super häufig. Ja, ja, klar. Du bist immer, erquickt. Richtig. Ja, geil, Fans. Und dann kichern wir hier über Marvin und fragen uns, ob er noch irgendetwas in seinem Leben auf die Reihe bekommt. Ja, das ist meistens das Ergebnis nach einer Folge Marvins Room. Aber ey, erzähl mal ein bisschen, wo du eigentlich herkommst, damit die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr verstehen, wer dieser Vogel ist, der die ganze Zeit der Meinung ist, er hat Ahnung. Ja, also Fun Fact ist ja, dass ich angefangen habe, Rap zu hören, nur Kollega so. Und dann ist natürlich der nächste Schritt Ami-Rap, ganz klar. Eins führt zum anderen. Und, echt, er kennt echt. Ja. Ganz und, logische Schlussfolgerung, ja. Und ja, also ich habe mein Praktikum bei Backspin gemacht und habe dann halt gemerkt, okay, Ami-Rap ist mein Ding. Und seitdem denke ich, denke mir halt, Leute, wenn ihr das seht, okay, es gibt ja keinen, der über Ami-Rap viel redet und auch dieses unterhalb der Oberfläche. Also nicht nur Young Thug und Travis, sondern auch mal Old Tag und der Bruder von Travis Scott zum Beispiel werden da thematisiert und ich finde das eigentlich auch inzwischen eine ganz coole Community reingewachsen ist da, dass die halt, dass da mehrere Leute das auch aktiv konsumieren und man da auch einen coolen Austausch hat und ja, und aktuell, jetzt bin ich auch so weit schon so tief da drin, dass ich mir denke, ich komme da eh nicht mehr raus so. Das heißt, ich werde bis zum Lebensende mal mit Zoom machen müssen. Ja, also du das kannst du auch fest von ausgehen, denn es gibt bestimmte Dinge in deinem Leben, da triffst du Entscheidungen und das sind dann Lebzeitverträge, die per Handschlag laufen. Das ist, wenn du dich einmal mit mir eingelassen hast und Teil von dem Kosmos wirst, den ich da aufbaue, dann sorgt es dafür, dass wir ein Leben lang miteinander verbandelt sein werden. Kevin kann ein Lied davon singen. Siehst du, wie zerzaust er ist? Digga, das ist tatsächlich wie so ein Sumpf.
so genau. reingerissen so. Und ich kann auch nicht mal nachgucken, wie viele Urlaubstage ich habe, weil einfach kein Vertrag. Ja, genau. Es gibt auch keine Urlaubstage, sowas gibt's nicht. Weil es ist ja alles, Urlaub ist ja nur verschenkte Zeit in meinen Augen. Oha. Braucht man alles nicht. Aber ey, bei dir auch, Marvin, natürlich die Frage, das gehört trotzdem dazu, so Corona-Krise verändert ja jetzt nicht ganz so viel an der Arbeit an Marvins Room. Ne? Du fliegst jetzt nicht mehr ganz so oft rüber, um mit den Jungs zu chillen. Richtig. Aber ansonsten ist es das Gleiche, oder? Ja, also es ist dadurch, dass ich Marvins Room darauf basiert, dass ich in meinem Zimmer sitze und dass die Corona-Quarantäne auch darauf basiert, dass man in seinem Zimmer sitzt, haben wir da schon mal eine sehr angenehme Schnittmenge. Ja. Beides verursacht auch unter Umständen Durchfall. aber ich habe, also meine Lieblings-Corona-Erlebnisgeschichte ist auf jeden Fall, dass ich vor 3 Wochen oder so einkaufen war und ich habe tatsächlich Toilettenpapier gekauft. Ne? Sorry Leute, dass ich ein Teil des Problems bin. Und war wie viele Pakete ist die Frage? Ein Paket habe ich gekauft, wie ein normaler Mensch. So, und ich war in dieser Toilettenpapierabteilung und es lag noch ein einziges Paket Toilettenpapier da und ich denke mir so, das ist jetzt bestimmt dieses zweilagige Schleifpapier. Und dann war das einfach 5-lagiges Klopapier, was ich in meinem Leben außerhalb der Corona-Krise noch nicht mehr irgendwo gesehen habe. Das heißt, durch Corona habe ich den Luxus, 5-lagiges Klopapier zu benutzen und das ist so dick, meine Klospülung verstopft davon einfach. Das ist mein Corona-Leben eigentlich. Ja, gut. Du hast aber ja eben schon ein kleines bisschen eingedeutet, um mal ein bisschen Richtung Marvins Room nochmal zu kommen. Das Future ja im Moment der Robin Hood unter den Rappern ist, was die Corona-Krise angeht, oder? Ja, also er ist auf jeden Fall einer an der Front, sage ich mal, der Robin Hoods, weil er halt einige Masken gespendet hat an Krankenhausmitarbeiter, an Ärzte und sowas und natürlich auch mit seinem Song Mask Off, Mask On, Mask Off. Da ist das ganz schön naheliegend, sage ich mal, aber es gibt auch mehr Rapper, die da noch, die da jetzt langsam anfangen, sage ich mal, Dinge zu tun, weil sie halt merken, okay, es ist vielleicht doch ernster, als es anfangs angenommen wurde. Aber es gibt auch Rapper, die ein bisschen reinscheißen, sage ich mal. Zum Beispiel Post Malone, der hat am 9. März, war das, glaube ich, hat er einfach noch ein Konzert stattfinden lassen mit, wie viele Leute kommen zum Post Malone-Konzert? 20.000 Leute? Also war auf jeden Fall ausverkauft und es sollten 18.000 Leute kommen. Ja, und auf den Videos sieht man auch, dass es mindestens ein paar waren, sage ich mal, und da war halt schon die Ausgangssperre und da wurde halt weltweit klar, dass Corona nicht unbedingt ein Spaß ist, so. Der hat halt trotzdem das Konzert stattfinden lassen. Das heißt, es sind leider nicht alle Rapper so besonnen wie Future. Also Leute, wenn ihr bisher noch nicht Marvins Room geguckt habt, dann macht das bitte jetzt, wirklich. Es ist jedes Mal eine Freude und die Entwicklung kann man nicht nur an der Qualität deiner Arbeit, sondern auch an der Haarpracht mitunter zwischen. Ja, stimmt. Das ist auch krass, dass man einfach sieht, wie meine Haare so blond, ja, genau. Wieder zurück, lang. Ey, bei diesen Flashbacks komme ich manchmal nicht klar, weil ich mich immer direkt an deine neue Frisur gewöhne. Ja, das ist auch genau. Echt so. Das ist ein bisschen absurd. Aber wir sind hier heute ja trotzdem im Stammtisch und wollen deshalb gemeinsam durch unsere jahrelange Routine seit einer Folge zusammengestellten Stammtisch, was soll ich denn, Episoden, Parts gehen, was auch immer. Wir fangen jetzt auf jeden Fall an mit der ersten Kategorie, denn jetzt geht es wieder um die Thesen. Und weil wir jetzt einen Gast haben und den nicht sofort überfördern wollen, Kevin, würde ich sagen, fängst du mal damit an und erzählst als erstes mal deine These dieser Ausgabe. Ich habe mich ein bisschen schwer getan mit der These für diese Ausgabe. Habe nicht ganz drauf rumgedacht. Ich dachte so, oh Mann, zweite Folge, wo wird das mit den Thesen machen? Und schon fange ich an zu schwächeln. Mir fällt keine geile ein. Das hat mich unter Druck gesetzt. Und aber ich auch. Weißt du warum? Ich erkläre kurz, bei mir war es genauso. Ich habe mir gedacht, okay, lass uns über Ami-Rap reden. Und dann habe ich gedacht, okay, Alter, erstens, bist du mal 3-4 Jahre älter als Marvin? Damit habe ich auch einen anderen Musikgeschmack, was den Ami-Rap angeht, als er. Und dann will ich allen Ernstes mit ihm jetzt anstinken und irgendwelche großen, allgemeingültigen Thesen über US-Rap im Ganzen halten. Wenn ich irgendwie sage, der Sound so und so, dann sitzt er da drüben doch nur und gähnt irgendwann langsam und nickt so ein. Du schaffst das, und deswegen, das war richtig schwer. Aber erzähl, was ist dir dann am Ende... Ich glaube, ich habe jetzt auch eine These, wo ich Marvin vielleicht für gewinnen kann, zumindest für die Theorie. Ich bin nicht gestern auch über diese Meldung gestolpert, dass Post Malone immer noch dieses Konzert vor 18.000 Leuten gespielt hat. Und Nico, du weißt es auf jeden Fall, ob Marvin das weiß, keine Ahnung, aber ich bin ja riesiger Post Malone-Fan und ich liebe diese kleine Knuffbacke auf jeden Fall sehr. So I. Genau, du bist ja auch ein großer Fan, deswegen, wir haben uns ja auch schon hier und da mal verheddert in Diskussionen. So, was wir von dem neuen NDR 2
Stadion-Pop Post Malone halten. Aber das ist egal, denn ich glaube, und das tut mir ein bisschen weh, das jetzt zu sagen, Post Malone ist einfach ein richtig konservativer Texaner. So richtig stumpf. So ein Redneck. So, und das fällt mir immer wieder auf und ich wollte es nie wahrhaben, weil das eigentlich nichts ist, was so wirklich in meinem Leben stattfindet, diese ganzen komischen Texaner, die mit ihren Revolvern rumknallen und so weiter. Aber ich meine, er trägt gerne diese Cowboy-Outfits und hat auch immer so diese Hörner am Start, so diese Stierhörner, so als Trophäen. Und er liebt Waffen. Er ist ständig mit Waffen am Start und ist in so Schießständen und so weiter und Poster mit. Und dann auch, weißt du, diese typische, ich kann das gar nicht so beziffern, also so benennen, aber diese typische, wir sind Männer, wir finden Waffen geil, wir finden Cowboys geil und dieses Virus, das kann mir gar nichts. So, das ist so, oh Mann, Alter. Und ich habe so langsam die Befürchtung, dass er so einer ist und das macht mich fertig. Ja, die Tattoos sind ja auch nicht eine Aussage jugendlicher Rebellion, oder? Es ist doch eigentlich auch eher, ich bin ein fucking hässlicher Kackvogel, deswegen haue ich mir was ins Gesicht, oder? Ich weiß auch nicht, also, wahrscheinlich so White Trash-mäßig so, ey, ich fickt euch alle. Ja, aber es ist jetzt nicht die Bloody Street, die ihn zu dem Typen gemacht hat, die... Nee, das ist rein, das ist nur, das soll nur kultig sein, gehe ich auch ganz stark an. Ja, genau. Ist eine harte These, Marvin, was sagst du? Also heißt ja auch, er wäre dann auch konservativer Republikaner, Wähler und hat auch eine USA-Flagge, die er immer hochfährt, wenn er nach Hause kommt und dann weht die da über dem gut sortierten Vorgarten. Ja, das wage ich noch nicht zu behaupten. Also ich weiß nicht, wie er zu Trump steht. Ich hoffe nicht gut, ich glaube auch nicht gut. Aber so zur amerikanischen Flagge wird er, glaube ich, sehr, sehr gut stehen und sehr stolz auch posieren daneben. Aber die Amis sind ja allgemein ziemlich geil auf ihre Flagge, oder? Ja. Definitiv. Hat auch noch einen anderen, das kann man auch nicht mit Deutschland vergleichen, was das Ganze angeht. Das geht ja bei jeder Sportveranstaltung so, ne? Also, wenn dann erstmal, ich war ja dieses Jahr bei Pro Bowl, Super Bowl und wenn dann da einfach beim Super Bowl in Miami im Stadion erstmal eine 100 mal 80 Meter große Flagge rausgeholt wird und einmal über den ganzen Platz gezogen wird. Tschüss. Ja, also ich finde, Post Malone fand ich tatsächlich früher einen der krassesten, so als so White Iverson hier Too Young rausgekommen sind, aber ich finde halt, ich habe irgendwann mal einen Kommentar gelesen, der mir nicht mehr aus dem Kopf geht, dass Post Malone, je reicher der wird, umso schlimmer sieht der aus. Und normalerweise ist das so, dass die Leute, die werden reicher, die werden schöner, die werden glatter, die haben coolere Klamotten an. Aber Post Malone, je mehr Geld der hat, umso mehr sieht der aus wie einer, der die Kontrolle verloren hat. So. Dem muss ich vehement widersprechen. Er sieht derzeit so frisch aus wie noch nie. Ja, er hat seine Zähne, glaube ich, machen lassen. Er hat ja auch die Haare geschnitten, jetzt zu dieser kleinen, süßen, lockigen Frisur. Und, Ach, daher dieser komische Folder, der war dir auf dem Kopf. Quarantäne, Aykut hat nicht mehr auf. Das ist übrigens der beste Friseurname in ganz Hamburg. Aykut, also der arabische Vorname, aber mit C. Oh, Aykut. Aykut. Ja, also ja. Ich hab Posti in diesem Essentials Goldketten-Uhren-Video gesehen. Da sah er tatsächlich, da sah er tatsächlich ganz fresh aus so. Aber was du sagst mit dem Hintergründen, er hat es ja bisher auch relativ gut, also nicht so krass viel erzählt über die Sachen, die du jetzt meinst, weil er ist immer so nett und so herzlich. So charming dabei, ne? Ja, genau. Und so, es kann sein, dass er das bewusst umschifft, weil er hinter der netten Fassade vielleicht Trump wählt und die Mauer mitbaut oder sowas. Ja, ich will ihm jetzt nicht gleich eine Fremdenfeindlichkeit unterstellen, so weit möchte ich nicht gehen. Aber auf jeden Fall Waffen, Bud Light, Kippen und gib ihm noch einen guten Stierkampf und er hat alles, was er braucht. Mag er Stierkämpfe? Ist das confirmed oder hast du das jetzt einfach unterstellt? Das unterstelle ich ihm einfach durch sein Cowboy-Tun. Ja, die These ist insofern schon recht, recht steil, würde ich sagen, weil ich schon glaube, dass wenn du dich... vielleicht bin ich da ein bisschen altmodisch jetzt gerade, aber mit dem kulturellen Nährboden von Kunst und Musik beschäftigst, auch wie er sie macht und was er da auch zu den Hochzeiten, wo auch Marvin noch Fan war, gemacht hat, passt das nicht in das Bild des braven Texaners. Dazu ist da zu wenig Country-Einfluss drin. Dazu klingt das zu wenig weiß. Dazu ist das zu wenig hörbar auf langen Ritten durch die Prärie. So, da braucht es einen anderen Soundtrack, würde ich sagen. Ja, ich hatte gerade einen kranken Google-Fact für euch, Leute, zum Thema Patriotismus.
Post Malone ist am 4. Juli geboren. Wow. Also. Okay, alles klar, ganze Diskussion an der Stelle beendet. Also, ich weiß ja nicht. Und er ist einfach so alt wie ich. Was? Der ist 25? Ja, es ist geisteskrank. Denk nicht drüber nach, Marvin, das macht dich nur fertig. Der hat in einem Monat Geburtstag. Meinen 25. Geburtstag habe ich mit meiner Freundin zu zweit in Quarantäne verbracht. Post Malone wird wahrscheinlich mit seiner Freundin in einem Privatjet sitzen. So, und ich bin mir ziemlich sicher, dass Post Malone fünflagiges Toilettenpapier nicht fremd ist. Nein! Und da Scheiße, Mann. Und jetzt überlegt euch mal, was das bedeutet so für das Leben von jedem anderen 25-Jährigen. Wenn man sieht, dass der Typ mit 25 so viel erreicht hat, so viele Leuten spielt und dann trotzdem aussieht wie einer, der halt noch nichts erreicht hat in seinem Leben. Das musst du auch erstmal schaffen. Vielleicht ist das auch tatsächlich die Kunst deiner ganzen Sache. Das kann gut sein. Wenn meine Eltern den sehen würden, würden die denken, der ist obdachlos. Ja, genau. Und er ist auf jeden Fall nicht Mutters Lieblingsschwiegersohn, wenn er so reinkommt und sich mal an Esstisch setzt und sowas. Aber ich glaube, wenn er den Mund aufmacht, dann halt schon. So, glaube halt ich auch. Stärke. Glaube ich auch. Der ist so lieb, man kann ihn dann einfach direkt... Ja, naja. Aber Jungs, meine Frage. Eine Frage zu Post Malone. Mhm. Ist der, und damit ist es... Pass mal auf hier, was hat zwei Daumen und ist Überleitungskönig. Er ist nicht, also ich bin nicht so in dem Game drin bisher. Ich trainiere aber und versuche sehr viel zu lernen. Inwiefern ist Post Malone bisher so ein TikTok-Monster? Ich weiß gar nicht, wie populär TikTok schon war, als Rockstar rauskam. Weil wenn, dann müsste man es wahrscheinlich daran messen. Ja. Aber auch da sind ja nicht die Möglichkeiten für Tanzschritte. Denn Marvins These nimmt ein bisschen auf, was selbst mir aufgefallen ist, weil ich aufgrund meiner fleißigen TikTok-Studien schon sehr verwundert über die Verbindung zwischen Musik und diesem Mysterium von einer App bin. Marvin, was ist deine These? Meine These lautet, dass der Erfolg von TikTok, die Reichweite, die TikTok Leuten gibt, die führt dazu, dass Musik gemacht wird, die extra auf TikTok ausgelegt ist. Und ein Beispiel, also zum Beispiel, wenn auf TikTok ein Song berühmt ist, wird dieser Song auch in der Welt berühmt. So, das ist jetzt quasi so ein kleines Abbild von den großen Charts, so, weil auf TikTok so unendlich, wirklich, also ich bin ein bisschen, gucke ich mir das ab und zu an, aber man kann sich nicht in Worte fassen, was für Zahlen da gemacht werden. Also, ja, ist Wahnsinn. Alter. Also bei Instagram, ja. wenn du ein mittelmäßiger Influencer bei Instagram bist, dann hast du vielleicht so 100, 150.000, 500.000 von mir aus. Bei TikTok gibt es wirklich 13-Jährige mit Millionen von Followern, aber auch richtig viele. Also die Leute sind da viel spendabler mit ihren Likes, mit ihren Follows und sowas. Und das führt dazu, ein Beispiel ist jetzt zum Beispiel, dass St. John, mein größter, liebster Lieblingsschatz, an der Stelle, wenn du das siehst, ich liebe dich, hat einen Song rausgebracht, Roses, vor 2 Jahren. Der war mittelmäßig erfolgreich, weil St. John auch mittelmäßig erfolgreich ist allgemein. Und jetzt ist ein kasachischer Tech House, Deep House, was auch immer Remix dazu rausgekommen, der dieses Lied halt eben sampled und deswegen ist das wurde so oft gehört bei TikTok, dass Roses, das Original von St. John, jetzt in England auf Platz 1 der Charts ist. Und so einfach wegen einem Social Media Netzwerk. Und ein anderes Beispiel ist halt eben, weswegen ich überhaupt auf die These gekommen bin, Drake Toosie Slide hat im Refrain Tanzanweisungen, was wiederum bedeutet, dass die Leute auf TikTok nicht mal die Mühe machen müssen, dazu einen Tanz zu erfinden, sondern die machen das Lied an, die filmen sich und werden diesen Tanz machen. Das wird jeder, das macht schon jeder Mensch auf TikTok und das hat Drake gewusst und Drakes Team gewusst und dann haben sie es einfach so quasi an TikTok ausgerichtet und das finde ich persönlich finde es nicht schlimm, aber ich glaube, ihr habt da auch eine Meinung zu. Ich habe eine direkt anschließende These, die nicht meine ist, aber Drake ist der krasseste Motherfucker, denn genau das habe ich, hab das Video gesehen, guck's mir an und denk mir, du scheiß Wichser. Du Hund, ne? Ich finde, das ist ein sehr guter Song, kurzer Ausflug ist, ich habe ja vor vielen, vielen Jahren mal meinen Frieden mit Drake gemacht. Amen. Nachdem ich mein inneres Popschwein akzeptiert habe, das dazu geführt hat, dass ich auch Post Malone über alles schätze, für die Mucke, das habe ich bei Drake, hat ein bisschen gedauert, seitdem bin ich auch ein sehr, sehr großer Fan und Freund seiner Sachen, weil es
einfach unheimlich eingängig ist und unheimlich on point mit allem, was er macht. Und er hat immer, also du sprichst ja auch von Team, ne? Also der weiß ganz genau, was er wann wo machen muss und jede scheiß fucking Sache, die er anfängt, wird irgendwie trendy. Und das ist genau der Moment. Ich sehe ihn da stehen. Weißt du, was mein erster Gedanke war, als ich das Video gesehen habe? Scheiße, ich will auch diese scheiß Maske haben. Ja. Ich bin sofort ins Internet und habe mir schnell noch diese Masken gekauft. Ihr werdet sie bald bei mir sehen. So, wie ihr wisst ja, Maskenschutz und so. Das war schon der erste scheiß Trigger-Moment bei mir. Und dann geht das Video weiter und dann sehe ich ihn da, wie er diese scheiß Tanzschritte macht. Und ich denke mir, okay. Weil wie lustlos er das auch eigentlich macht. Es ist ja, ja. Nicht mehr, es ist ja nicht mal, sieht so aus, würde er nicht mal groß Mühe reinstecken. So, sein Haus ist halt da, so, und er macht da dieses Video. Er hat kein unfassbar krasses Outfit an, aber ist dann doch irgendwie so mit der Maske, dann Corona. Und ist einfach, ich weiß nicht, ob die da sitzen und das wirklich so austüfteln und so 10 Leute an so einem runden Tisch sitzen und sagen, okay, und da ziehst du die Maske an, weil das ist so eine Ode an Corona und die Quarantäne und deine Wohnung. Oder ob die einfach sagen, scheiß drauf, Drizzy Drake, mach es einfach. Ich habe keine Ahnung. Alleine schon auch die ersten Szene, wir sind ein bisschen im Video, auch dieses, die Stimmung aufbauen, dass sie da einfach 30 Sekunden lang leere Straßen zeigen und vor allen Dingen dann auch noch so, das sind so Nuancen, aber ich verliere mich jetzt gerade in Kleinigkeiten, ne? Bild und so. Aber wie sie dann von der einen Seite so wackelig die Kamera so in die andere Richtung schieben, um zu zeigen, okay, übrigens hier auch nichts, so eine halbe Stunde lang und dann ganz schwarz und so, erst baust du so eine Stimmung auf und genau, dann steht er da ganz gelangweilt und macht diese Up, Slide. Kannst du den Tanz? Total simpel. Und da, um zurück zu der These zu kommen, ich bin da voll bei dir und das Krasse daran ist, das muss man sich auch mal vor Augen führen, ne? Wie viel Power du früher gebraucht hättest, um irgendwie eine Idee, die du hast, eine gewisse Viralität zu geben. Also irgendwas, du bist jetzt, du machst irgendeine Botschaft oder hast irgendein Outfit oder irgendwas oder machst irgendeinen Move, ein Handzeichen. Ihr wisst selber, wie, dass das jahrelang das bis es irgendwie on the streets war quasi, dass die Leute es akzeptiert haben. Das war unheimlich schwierig. Und heute musst du ja nichts machen. Dank der Situation, dass du 14-jährige, Entschuldigung, Jungs und Mädchen hast, die 6 Millionen Follower haben und die dann einfach Bock haben, diese Challenge mit anzunehmen, gucken das Milliarden Menschen. Und du hast keinen Einsatz, du hast keinen Geldeinsatz, du musst kein Werbebudget in die Hand nehmen, gar nichts. Null. Für das Video hat er ja nicht mehr Geld in die Hand genommen. Stimmt. Ja, aber ein guter Freund von mir hat gestern das Video geteilt in so einer Gruppe von uns und hat gesagt, dass Drake wie so eine künstliche Intelligenz ist, die den Menschen einfach voraus ist. weil er ist einfach so, hat der eine Macke? Hat er so gefragt, so, warum ist das schon wieder so geil? Was soll das? Einfach so, ich will ihn gar nicht gut finden, aber es geht einfach gar nicht, an ihm vorbeizukommen, weil Drake weiß einfach, was den Menschen gefällt. So, ja. Und irgendwo hat er recht. Und ich meine, das ist halt ein Quarantäne-Video im Drake-Style. So. Er macht ja nichts, außer durch seine Wohnung zu laufen und wirklich so halb gelangweilt das zu machen. Aber was ich ganz witzig fand, es ist ja seine neue... Und er zündet Feuerwerk. Genau, sein neues Haus. Er zündet einfach ein krankes Feuerwerk. Das sieht man ja nachher nochmal in dieser totalen Aufnahme, ja. Wo dann ja auch der Director war, glaube ich, Fio Scatra, sagt so, oh mein Gott, das können wir niemandem zeigen. Und was müssen sich auch die Nachbarn denken? Also erstmal krank genug, dass Drake neben dir einzieht. Und ganz am Ende sieht man ja auch noch so eine Totale von seinem Haus, wo dann dieses total bekloppte Feuerwerk da abgezogen wird. Und ich glaube, der Director, Fio Scatra, der auch alle seine Fotos schießt, sagt am Ende so, ey Mann, we cannot run this. Also wir können das hier niemandem zeigen so mäßig oder wir können das nicht mit reinnehmen. Wahrscheinlich, weil Drake ja wirklich in diesem neuen Haus lebt und seine Nachbarn da alle sitzen und er mitten in der Quarantäne so ein Feuerwerk random startet, so ein bisschen stumpf auch, aber ich meine, stell dir mal vor, du bist ein Nachbar von Drake, dann denkst du auch nur so, ach komm, ist Drake. Aber ist das ja. So? Glaubst du, da wo Drake wohnt, wohnen ja nur reiche Leute nebenan. Und ist das dann so, glaubst du, deren Dynamik ist dann so, dass da Jennifer Aniston wohnt nebenan und sagt die so, ach, der Drizzy wieder, der kleine Schelm. Oder wohnt dann daneben Steve Seagal und rastet aus? Ja, aber nee, ich glaube, nicht. Glaubst das ist du, dass ja. Ach, du. Glaubst du, dass da Hulk Hogan wohnt und dann bei Drake anruft und sagt so, ey, Aubrey, ich hab's dir gesagt, einmal im Monat Feuerwerk. Genau ich das. Ich hab Hunde, so, oder was? Genau das. Wir haben es hier gerne ruhig. Könnten Sie bitte um 21 Uhr ein bisschen ruhiger sein? Und so. Ich glaube, das sind die spießigsten Leute überhaupt. Da darfst du keine Späße machen.
Wir haben ja extra so viel Geld ausgegeben, damit wir unsere Ruhe haben und nicht diese wilden Rapper da. Ja, vor allem bin ich mir ziemlich sicher, es könnte auch passieren, dass er vielleicht milliardenschwere Mitbewohner hat, die irgendwelche Hedgefonds an der Wall Street operieren und die nicht wissen, wer der Typ ist, der daneben an wohnt. Aber ich meine Drake. Drake ist doch auch so charming einfach. Ja, so, also Kanadier, so einfach auch liebster Mensch der Welt, ähnlich wie Post Malone. Ich glaube, wenn der versucht, einen um den Finger zu wickeln, dann kannst du auch, ihm auch nicht böse sein. So, ich meine, der chattet mit, der hat Madonna gedatet. So. Zurück zur These, Digga, zurück zur These. Drake! Übrigens, was, ich habe noch zwei Funfacts für Drake und danach können wir zu Nikos These switchen. Nee, ich will noch mal zur TikTok-These was sagen. Ah, okay, weil Drake hat nämlich diesen Song, noch bevor er fertig war, auch zwei berühmten Tänzern, die, glaube ich, auch auf TikTok groß sind, gezeigt. Mhm. Und denen so, und die gefragt, was sie davon halten und ob denen eine Choreo für den Song einfällt. Also er hat das natürlich, also extrem bewusst gemacht. Der Typ, der Tusi Slide heißt, ist benannt nach einem Tänzer. Ja, genau, Ayo und Tio. Und ich glaube, genau. Tusi ist so der Spitzname von Tio. Nee, Tusi ist ein Homie von denen nochmal. Okay. Und Ayo und Tio sind diese, die sind im selben Squad unterwegs. Und dieser Tusi Slide ist halt von dem Typen quasi. Und der Rest ist Geschichte, ne? Ja, und Lil Baby hat ein Feature vergessen abzugeben oder nicht, die Deadline nicht eingehalten, ne? Für so krass. Auch. Also, ja, hat er. Du bist vollkommen richtig, er ist vollkommen dumm. Warum ist niemand dieser Trippy Red Move nicht auf God's Plan drauf zu sein, weil er ein paar zu spät abgegeben hat? Warum ist das niemandem eine Lehre einfach? Ey, wenn Drake sagt, ich habe einen Song, willst du drauf? In welcher Welt machst du das? Also, ich kann gar nicht anfangen aufzuzählen, in wie vielen Ebenen das dumm ist. So. In der Welt, wo an beiden Armen schon 200.000 Dollar Uhren hängen. Muss ja, die satt. Einfach satt sind die. Ja, das ist es, genau. Satt. Und das ist Drake offensichtlich nicht. Und damit dann, um zurück zu deiner These zu kommen, ist er das lebende Beispiel dafür, dass TikTok-Musikindustrie auf jeden Fall hart beeinflussen wird. Aber ich auf der anderen Seite glaube, dass es trotzdem die normale Welt teilweise vielleicht gar nicht mitkriegt. So. Weißt du, wie ich meine? Also, weil wenn du keinen TikTok hast, dann hast du einfach einen ganz geilen Song und dann gehst du in den Club und dann oder hörst es und dann freust du dich ein bisschen mit dem Tanzmove, aber kriegst diese gesamte Geschichte drumherum gar nicht mit. Wenn du TikTok siehst, fühlst, mitkriegst, dann ziehst du die Verbindung dazu. Und am Ende sorgen wahrscheinlich deine. Vielleicht ist es so, dass irgendwann Marvin. Tochter von deinen Nachbarn heißt Katrin, ist 14, hat 6,8 Millionen Follower bei TikTok, keiner weiß es. Aber du wunderst dich, warum sie die ganze Zeit auf dem Balkon bei euch nebenan die ganze Zeit immer komische Videos und Grimassen in die Kamera zieht. Sie ist wahrscheinlich der Grund, warum du dann irgendwann Songs auf Platz 1 in den Charts und bei deinem Radiosender WDR 2 hörst und dich wunderst, warum der da 60 Mal am Tag kommt. Was glaubt ihr, wer wird der erste deutsche Promi? Von dem wir dem Tusi Slide sehen. Daniel Aminati. Hoffentlich keiner. Gegenfrage. Wer wird der erste deutsche Promi, der TikTok cool macht? Cool? Ja, gut. Also cool. Chelo und Abdi. Ja, ist das. Oder redest du von so einem Promi-Promi? Ja, ich rede so von Mainstream-Promi. Ich rede davon, dass auch Jessica Alba. TikTok-Tänze macht, die hier Savage von wie heißt sie? Megan Thee Stallion nachtanzt und dabei halt einfach aussieht wie eine Nette. Also es ist steif. Ja, aber meinst du jetzt für cool machen fürs deutsche Publikum? Cool machen fürs... Ja, ja. Also so, dass es... Das, guck mal, es geht ja ein bisschen darum, es ist doch mit allem immer. Du hast irgendwie, du siehst etwas, du hast so ein Vorbild, du hast das Role Model. Und dann wird ja ganz oft in Deutschland irgendwas adaptiert oder sich inspiriert oder so. Und dann muss es ja irgendwann mal einer hinkriegen, dass es cool ist. Ich habe keine Ahnung. Mir fällt nur eine Liste ein von Menschen, von denen ich hoffe, dass sie es nicht werden. Es geht so mit Olli Pocher los. Ja. Der dann geht mit Kai Pflaume weiter. Sie alle machen TikTok und sie alle machen es unangenehm. Ich gucke auch schon Germany's Next Topmodel Ex-Darstellern nach, die da auch Witze machen und sowas alles. Und sie sehen halt alle dabei aus wie Thomas oder Karin aus dem Vorort von Castrop-Rauxel. Man sieht halt, dann ist es auch schön, dass man die
den Unrhythmus von den Deutschen dann doch mal wieder vor Augen geführt bekommt über TikTok. Das finde ich ganz schön. Und Fun Fact, ich bin ja gerade in der finalen Phase von Back to Tape, von diesem Wahnsinnsprojekt, das ich mit Porsche zusammen mache, zusammen mit der Europas größter Kommunikationsagentur an meiner Seite, die dann irgendwie mir ein Team von 14 Trainees oder irgendwie sowas an Hals gehetzt hat, die mit mir das Social Media Programm durchgespielt haben und dann auch mich dazu genötigt haben, Videos für TikTok zu machen. Das heißt, es gibt auch von mir TikTok-Videos. Geil, da freue ich mich, da werde ich gleich in die Recherche starten. Ja, mach das mal. Das hättest du nicht sagen dürfen. Mach mal, und ich kann euch sagen, es war sehr harter Kampf, weil, ey Nico, kannst du nicht auch sowas machen? Ich wollte noch viel häufiger die GIFs ironisch benutzen. Gut, dass du mich dran erinnerst. Ja, genau, so solche Sachen. Und hast du mitbekommen, ich mache jetzt auch einen Nico Backspin Satire-Account auf Instagram. Ja, danke schön. Ja, schön mit der Maske auf, du Wichser. aber das ist auch an mir ging es nicht ganz vorbei. Und es war ein harter Kampf für mich, auch einen Weg zu finden, Dinge zu machen, die sich für mich nicht ganz so schmerzhaft anfühlen, wie das, was ich bei anderen sehe. Ich weiß nicht, ob ich es hingekommen habe, aber zumindest hat es sich so nicht ganz so mies angefühlt. Um auf deine Frage zurückzukommen übrigens, mit den Promis, so, es ist ja jetzt so, dass jetzt merken die Leute, dass da Geld rumliegt, so, und dass man das halt mitnehmen sollte. Und jetzt, ich glaube, dass die Leute, die das in Deutschland salonfähig machen, sind halt die Rapper. Also salonfähig ist es ja schon, aber die Leute, die es halt dann auf eine Art und Weise nicht unbedingt cool, aber authentisch machen und dass es halt funktioniert. Jetzt ein Beispiel, Kapital zum Beispiel, der ist, glaube ich, jetzt seit einem Monat oder seit 3 Wochen oder so auf TikTok. Und der hat, ich sehe das hier gerade so, 20 Videos oder so, und der hat 1 Million Follower. Und das nach einem, nicht mal einem Monat, nicht wirklich Promo machen. Der macht Videos, wie er in seinem Kleiderschrank ist, wie er vorm Studio sitzt oder wie er irgendwelche Songs mitrappt, so. Und kriegt halt dafür so viel Follower wie auf Instagram, wo man lange für arbeiten muss, so. Mhm. Trotzdem ist das noch nicht das, was ich suche. Aber... Weil das ist so das Gelernte. So, das ist am Ende, machen die auch nichts anderes als das, was sie bei Instagram in der Story machen würden. TikTok ist für mich Choreografien, kreativ sein, Comedy-Kram machen, irgendwie Dinge dieser Art, und das in gut. Und das wird eine Herausforderung. Ja, schauen wir mal. Vielleicht braucht Deutschland ja auch gar keinen hochprofessionellen TikToker oder hochprofessionelle TikTokerin. Das steht ja noch auf dem anderen Blatt. aber es gehört zu diesen Dingen, wo ich immer das Gefühl habe, dass Leute manchmal vergessen, was sie können und was sie nicht können, und deshalb dann ihre eigene Reputation ein bisschen untergraben. Ich baue mir selber die Überleitung, Kevin, Entschuldigung, zu meiner These. Denn meine These geht da so ein kleines bisschen in die andere Richtung, und ich hätte wahlweise auch noch den Künstlernamen ändern können auf den Kollegen, über den wir vorhin schon gesprochen haben, mit seinem Feuerwerk. Aber ich habe die These aufgestellt, dass Kendrick Lamar in seinem Leben nie einen Release veröffentlicht wird, der ein Flop ist. Stille Frage. Ich erzähle kurz noch 3 Sätze dazu, warum ich darauf gekommen bin und warum ich darüber mit euch ein bisschen reden wollte. Weil ich, du hast eben auch von dem Hunger gesprochen, Marvin. Ich bei ganz vielen Künstlern immer das Problem habe, dass sie irgendwann, wenn sie satt sind, wenn sie zu viel gemacht haben, wenn sie dann merken, sie haben jetzt die Kuh gefunden, die sie melken können, dann melken sie sie. Wenn sie den Hit gemacht haben, der mega viral geht, überall gefeiert und eventuell bei TikTok sogar getanzt wird, dann verbrennt es sie so ein kleines bisschen und es fehlt dann so ein bisschen an Drive, sich kreativ wieder neu zu entwickeln. Und das sind alles so Dinge, die Kendrick Lamar nie gemacht hat, die auch nie mit seiner Musik passiert sind. Ich würde auch mich aus dem Fenster nehmen und sagen, der hat auch nie einen Hit gemacht. Und trotzdem gilt er wahrscheinlich, ist er so etwas, auf das sich alles und jeder, das wäre jetzt interessant, Marvin, auch aus deiner Generation das zu hören, aber auf den sich alles und jeder so ein bisschen einigen kann als so unfickbar. Das, was Kanye West auch mal hatte, was der aber aufgrund von zu vielen Nebenkriegsschauplätzen in meinen Augen sich ein kleines bisschen zerstört hat, das ist nämlich das Pendant auf der anderen Seite, dass Kanye West ein Album rausbringt, das irgendwie belanglos ist. Und ich glaube, Kendrick Lamar macht das insofern aber richtig und ist intelligent genug, dass er sich dann auch einfach mal wieder 2-3 Jahre zurückzieht und dann anfängt, das kann ich noch nicht ganz einordnen, irgendwie ja mysteriös eine Website mit irgendeinem Projekt veröffentlicht, wo man noch nicht ganz genau weiß, wo es hingeht. Ob das auch cool ist, weiß ich nicht, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn es dann wieder soweit ist und ein Album kommt von Feuilleton im Spiegel oder FAZ, wo man sonst nicht über Musik schreibt, bis hin zu Real Heads und sogar Leute wie Marvin in Marvins Room werden sagen, Kendrick Lamar, das hast du wieder richtig gut gemacht. Toll gemacht, Kendrick.
Also ich sehe das, ich stimme das zu. Ich habe mir das eigentlich noch nie so Gedanken drüber gemacht, aber weil es halt irgendwie so natürlich kommt. So, weil im Endeffekt letztes Mal, als Kendrick To Pimp a Butterfly rausgebracht hat, so ein, boah, als ich das erste Mal gehört habe, ich weiß wirklich noch, wo ich stand und ich höre das so und ich denke mir so, Alter, was geht denn jetzt hier ab? So, es war nicht so geil zu hören, finde ich, an den vielen Stellen. So, und dann war aber alle meinten, okay, ist das krasseste aller Zeiten. So, und dann war der Druck so ultimativ groß auf Kendrick Lamar und dann bringt er Damn raus. Auch wieder ein Album, was alles zersäbelt hat. So, das heißt, er kann es unter Druck funktionieren und ein Album rausbringen, was dann nochmal, wo alle sagen, so die Kritiker haben ja schon einen ganz besonderen Blick auf ihn und sagen, ey Kendrick, du musst wirklich auf Kacke hauen, damit wir auch klatschen so. Und dann macht er das auch jedes Mal wieder und jetzt auch wieder dieses, er nimmt sich auch immer die Zeit und er ist ja auch sehr, wenn er sich zu Wort meldet, ist es ja auch so, dass alle Leute sagen, oh krass, König Kendrick hat geredet. So, er hat wirklich, auf ganz natürlichem, organischem Wege ist er irgendwie zu dem unangefochtenen besten Rapper geworden, würde ich fast schon sagen. Ich würde sagen, Kendrick Lamar ist der beste Rapper, den es gibt. Das klingt ja auch eine These. Würde ich, glaube ich, fast sogar unterschreiben, aber ich glaube auch, es gönnt ihm halt jeder das. Weil ja, er halt so humble ist und weil er sich halt eben nur zu Wort meldet, wenn er es für nötig hält. Und das macht er nicht so häufig. Und er liefert halt auch immer krank ab. Deswegen, aber das ist ja auch alles schlau, oder Jungs? Weil das ist ja genau das, was ich meine. Weil du trotzdem Wahnsinn, dass du auch jahrelang durch die ganze Welt tingelst und überall krabbelst du dann mit deinem Mikrofon auf irgendeine Bühne und dann stehen da wahlweise 10, 20, 100.000 Menschen vor der Bühne und wollen dir bei zuhören, was du da machst. Und du machst aber gar keine Mucke, die dafür sorgt, dass jeder jetzt auf diesen einen Hit wartet und der Moshpit losgeht und sie alle durchdrehen wollen, sondern sie gucken dich alle an, als wärst du der Messias, der da performt. Und dann gehst du wieder nach Hause. Und dann aber sich die ganze Zeit immer zu beruhigen. Und da, vielleicht ist da eine gewisse Biederheit oder so ein Settlement mit drin, dass er dann irgendwie ganz normal nach Hause geht und die Schuhe auszieht, die Hausschuhe anzieht und so ganz gemütlich erstmal sich in seinen Ohrensessel setzt und ein bisschen übers Leben philosophiert, anstatt in den Nebenraum zu gehen mit den Jungs, Party zu machen das Leben erstmal zu vergessen. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat, keine Ahnung, aber ich habe so ein bisschen so die Theorie dahinter, dass er irgendwo so einen Schutzmechanismus hat, der dafür sorgt, dass seine Kunst und dieses Kreative, was er in sich braucht, diesen Hunger, dass er den irgendwie immer bewahren kann. Es kommen ja auch immer so krude Theorien raus, wenn Kendrick released, so dann lese ich irgendwie sowas bei Reddit, von wegen, man kann das Album auch von rückwärts hören, von hinten nach vorne und dann ergibt es nochmal einen anderen Erzählstrang und so weiter. Kendrick ist auch einer der wenigen Künstler, das habe ich früher sehr häufig gemacht, mache ich jetzt nicht mehr so häufig. Wenn dann das Album rauskommt, dann nehme ich mir auch mal gerne so 2 Stunden Zeit und lese halt alles mit bei Genius und versuche irgendwie zu verstehen, was er da will, weil ich auch tatsächlich immer denke, okay, bei ihm ist jedes Album ein Konzeptalbum und der versucht einem irgendwie noch was Krasses mitzugeben und das versuchen halt, da sitzen da aber noch 100.000 andere Menschen gleichzeitig und hören dieses Album genauso und schreiben dann teilweise ihre Theorien auch noch ins Netz und dann verirrt man sich in so ein Netz aus Theorien und so weiter. Bei Kendrick ist das echt immer so ein Event einfach, wenn er sein Album rausbringt. So, und das finde ich schon krass. Auch, dass du, allein, dass du sagst, mit dem Text lesen, das stimmt tatsächlich. Und es gibt, ich brüste mich damit, sage ich mal, dass ich Musik höre, wo der Text in 80% der Fälle egal ist. Und Kendrick Lamar ist der einzige Rapper, der mich dazu bewegt, dass ich mir bewusst Text reinziehe und dann wirklich auch lese und dann auch voll oft mir denke, was geht hier gerade ab? So, das schafft er auch immer wieder einfach, dass man sich einfach denkt, was passiert hier gerade? Ich bin gespannt. Es ist ja irgendwie mysteriös, ja wohl auch schon ein Album angekündigt, ne? Oder? Also so. Oder hat der Leak, dass etwas fertig zu sein scheint oder irgendwie so? Also man sieht halt, dass sie arbeiten. So ist halt PG Lang ist halt eine Creative Directive Agency oder sowas. Da geht's um Musik, um Film, um Kunst, um Fernsehen, um Buch. Und die wollen halt
also es war natürlich wieder mal Kripp, sie haben gesagt, dass sie nichts gesagt haben eigentlich so. Man weiß, sie arbeiten, es ist mit dem Co-Chef von Top Dog Entertainment, dem Label von Kendrick Lamar, ist es zusammen gemacht, das heißt, es ist auch alles dieselbe Dunstkreis so. Was es genau bei rumkommt, weiß man nicht. Ich denke, das ist vielleicht einfach so der Vorbote zum Album, weil Kendrick ja auch weiß, dass er jetzt seit Jahren untergetaucht ist und die Leute warten auf was. Und wenn er dann das als die Ankündigung droppt, wird er 100% schon was in der Hinterhand haben, weil der ist ja kein Idiot. Und sein Insta-Grind ist ja auch nicht der hotteste, würde ich mal sagen. Ne? Eben. Insofern, also, und ich habe noch nicht ganz... Wie läuft der TikTok-Account von Kendrick Lamar? Boah, ich weiß gar nicht, ob er einen hat. Moment. Ja, Ich kann es mir nicht vorstellen. Ich hoffe nicht. Während Marvin nachguckt, ob Kendrick Lamar einen TikTok-Account hat und ob er einen Weg finden kann, wie er zur Not die Videos, die es da gibt, auch löschen kann, damit die Vita nicht zerstört wird, würde ich sagen, gehen wir in die Kategorie, wo jetzt Marvin danach dann mal zeigen kann, was er denn den ganzen Tag macht und wovon er sich wirklich auskennt. Wir kommen zu den News. Okay, Marvin, jetzt ist deine Stunde geschlagen. Erzähl uns, was gibt's Neues? Was sind die Dinge, die man mitgekriegt haben muss von Übersee? Also so ein kleiner Schmankerl zum Anfang ist immer, dass Kodak Black wegen Waffenbesitzes nochmal verurteilt wurde und er ist aktuell, ist er schon an der Haftstrafe dran wegen Waffenbesitz. Kannst du kurz zusammenfassen, also ganz ernsthaft, vielleicht gibt es ja Leute, die den auch gar nicht kennen, so wer das ist und warum das so lustig ist? Kodak Black ist ein Ami-Rapper, der relativ populär war, aber immer, also man hat es immer gesehen, dass er nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Also man sieht ihm es ihm einfach an und er hat früher richtig, richtig so kritische, sozialkritische Texte gemacht und aus dem Ghetto, weil er halt auch sehr, sehr schlechtem Umfeld kommt. Aber er ist halt irgendwann... ja, so ein bisschen abgedriftet und er ist halt sehr, sehr blöd, kann man sagen. Und das sieht man halt auch daran, dass er wegen Waffenbesitzes nochmal verurteilt wird, während er schon wegen Waffenbesitzes im Gefängnis sitzt. Meine persönliche Lieblingsnews aus der letzten Zeit ist, dass Drake ein Foto, der Drake-Fanboy-Podcast ist das hier. Drake hat ein Foto mit seinem Sohn gepostet tatsächlich und wir haben gerade darüber geredet, wie unbesiegbar Drake ist und wie Drake der Beste ist und so. Man darf aber auch nicht vergessen, dass es eine Person gibt, die es geschafft hat, Drake richtig, richtig krass ans Bein zu pissen. Und zwar so krass, dass Drake sich in der Öffentlichkeit zu seinem Sohn bekennen musste. Das ist schon ein ganz anderer Flex. Und zwar hat Pusha T, hatten die beiden einen Beef. Und dann hat Pusha T einen Diss-Track gemacht gegen Drake. Und in diesem Diss-Track hat Pusha T der Welt verraten, dass Drake einen Sohn mit einer Pornodarstellerin hat. Und was kann Drake dazu tun, außer dazu stehen? Und er hat gesagt, ja, du hast recht, ich habe einen Sohn. Dementsprechend hat Drake da so ein bisschen einstecken müssen, sage ich mal. Und seitdem ist halt dieser Sohn, Adonis heißt der Sohn, ne? Sollte eigentlich auch mein Name werden damals, aber ich habe mich dann doch für Marvin entschieden. Mhm. Auf jeden Fall hat er diesen Sohn zum ersten Mal jetzt in der Öffentlichkeit präsentiert und er ist ein sehr, sehr süßer kleiner Junge, muss man sagen. Ja, wie auch sonst, ne? Ja, mit der Genetik. Sonst wäre die Geschichte ja auch Quatsch. Aber jetzt steht der halt so richtig zu dem Sohn und der hat jetzt auch so zwei Armbänder, so eins von Cartier für 6 Milliarden und eins von seinem Sohn halt eben oder für seinen Sohn. Und jetzt... ein Rap-Beef hat ihn wirklich dazu gezwungen, dass er zu seinem Sohn stehen muss, so. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland bei dem einen oder anderen Vater auch mal, dass die mal Rap-Beef brauchen, sage ich mal. Ja, es ist gut, es ist schön gesehen. Ich muss auch sagen, das war schon, also Boss-Move auf reiner Beef-Ebene, was damals von Pusha T passiert ist, so. Vor allem hier auch mit dem Geflüster von Kanye. Ja, so, der erst Drake um Hilfe bittet, so für das Kanye-Album und dann quatschen die so ein bisschen miteinander und Kanye plaudert alles schön weiter und baut auch so seine Releases rund um Drake auf. Also es war damals schon alles sehr wirr. Da muss ich eigentlich mal eine Sonderfolge Marvins Room zu machen, weil das halt so, wenn das alles stimmt, was man gelesen hat im Internet, so, da ist halt so geisteskranke Scheiße, wenn das Sicko Mode, das Lied von Travis Scott und Drake, dass da Drake beschreibt, wie man von seinem Haus zu dem Haus von Kanye kommt, weil er mit Kim was hatte angeblich, sagt irgendwie made a right, made a left und sowas und dann ist mal so eine Karte wie das Haus von Drake und das Haus von Kanye und also wenn das stimmt, dann ist wirklich, die Illuminaten sind nichts dagegen. Die da oben. Kannst du mir mal bitte so eine Folge machen? Das darf ich mir die privat wünschen? Boah, ja, also wenn ich die privat mache, dann muss ich auch die Öffentlichkeit sehen. Außer ich mach ich ja, aber es ist ein ganz persönlicher Wunsch von mir. Ich bin immer nur hängen geblieben an diesem Kiki, Do You Love Me, dass der Song... Oh, ja auch.
Ja, ist ja auch eine Anspielung daran. Und, ja, weil sie auch so geschrieben wird, ne? Weil das gar nicht, also es war doch irgendwie die Schreibweise, die dazu geführt hat. Und also härter kannst du jemanden auch nicht punishen, als dass die ganze Welt singt. Ja, ich hab's mir mal aufgeschrieben, das ist tatsächlich eine gute Idee. Fun Fact, ja. Die erste Folge Marvin's Room sollte damals rauskommen bei Drake gegen Pusha T. Da gibt's noch einen ganz, 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 ganz rohen Draft von, aber das war auch, da habe ich das richtig krumm erklärt, glaube ich. Ja, geil. Finde ich sehr gut. Gibt's sonst noch Leute, die im Knast sind gerade? Ich habe gesehen, dass Marvins Schatzi Playboy Cardi ganz frisch verhaftet worden ist gestern Abend. Mein Lausbub. Also Playboy Cardi, für alle, die nicht kennen, er macht sehr Autotune geladene Musik und er ist so sehr einflussreich da drin, weil er macht einfach eine Art von Rap, die kaum einer so macht, und er rappt mit so einer Babystimme, aber es funktioniert. Und er hat mit Lil Uzi zusammen die fanatischste Fanbase im Finden von illegalen Leaks von den jeweiligen Künstlern, und weil die veröffentlichen keine richtige Musik, weil die Labelprobleme haben, weil die faul sind, was auch immer. Lil Uzi ist jetzt raus aus der Nummer, weil der 2 Alben gedroppt hat vor 2 Wochen, aber Playboi Carti hat seit 2018 keine richtige Musik mehr, nicht mehr richtig Musik veröffentlicht, und deswegen ist er ein Mysterium. Und jetzt taucht er auf einmal in einem Lamborghini in Atlanta auf mit 12 Gramm Gras, 3 Knarren, Xanax, Oxycodon und wird halt verhaftet. Das fressen die Fans auf, und das merkt man, dann merkt man, wie verzweifelt die Lage eigentlich ist, dass darüber dann gesprochen wird. Weil eigentlich wollen alle nur Musik haben. Aber der gute Mann hat anscheinend Besseres zu tun, ist aber auch schon wieder freigekommen, deswegen ist da alles gut. Apropos freikommen, was hat 2 Daumen und kann gute Überleitungen machen? 6ix9ine ist aus dem Gefängnis freigekommen, meine Besten. Ja, genau. Ey, verstehe ich nicht. Ich verstehe es wirklich 0,0%. Das ist, diese ganze Geschichte ist so, das ist so ein öffentlich ausgetragener Beweis dafür, wie komisch das amerikanische Rechtssystem ist. Von 47 Jahre auf, wie lange war er jetzt wirklich hinter Gittern? Anderthalb. Er ist ja draußen, jetzt gerade, weil er ja krank ist und deshalb jetzt den Rest seiner... bis zum Sommer, oder? Weil er Asthma hat. Genau, ja. Asthma bis August und so, und dann ist er eh draußen und dann geht er ins Zeugenschutzprogramm und verlässt New York. Mhm. Mann, Alter. Der ganz ehrlich, guck mal, jetzt spricht der alte Mann mit dem grauen Bart, aber... Der Typ und die ganze Geschichte ist für mich Sinnbild für das, was ich an dieser ganzen jungen Generation nicht mochte und warum ich immer so ein bisschen Aversion gegen eine Handvoll von den Künstlern hatte. Bei manchen vielleicht auch dann falsch, weil ich sie vielleicht aufgrund von bunten Haaren in die gleiche Schublade stecken wollte, was man nicht machen soll. Aber hier das Sinnbild von allem. Zusammengefasst, ein Typ, der gerne härter sein wollte, als er war und mit den bösen Jungs gespielt hat und das richtig durchgezogen hat und dann am Ende geweint hat, dass er auf die Finger gekriegt hat. Ne? Ja, aber es gibt ja auch ältere Artists, die nicht ganz sauber sind. Also daraus kann man es ja nicht abmünzen. Nein, es geht nicht um sauber sein, aber es geht um, da ist ja natürlich auch die Art und Weise, wie Musik zelebriert wird oder mit welchen Begleiterscheinungen und so. Das ist, also wie gesagt, aber das ist, Aber Marvin, ich verstehe schon, was du meinst. Wenn er dann so wirklich in ein Zeugenschutzprogramm kommt, was ja sehr wahrscheinlich ist, weil er jetzt, ja, wird ja auch krass darauf geachtet, wie er aus dem Gefängnis rausgekommen ist, dass das dann erst zeitversetzt in den News stattfindet, so damit er erstmal sicher transportiert werden kann zu einer geheimen Wohnung jetzt erst einmal. 6ix9ine ist ja jemand, der gerne und viel die Öffentlichkeit sucht, und ich kann mir nicht so richtig vorstellen, dass das jetzt so nach diesem Sommer sich großartig ändern wird. Geht das überhaupt aus diesem Zeugenschutzprogramm? Ich meine, der lebt dann vielleicht in einer anderen Stadt, irgendwo auf der Welt oder irgendwo in Amerika unter einem anderen Namen. Aber ich meine, das ist halt 6ix9ine. Du siehst es ja direkt an seinen Facetats, und der wird sich ja auch zu Wort melden. Der wird ja Musik machen, der wird ja alles machen. Wie willst du das, wie soll das funktionieren? Er hat schon Deal unterschrieben, ne? Ja, es soll noch neue Musik rauskommen. Ja, ein spanischsprachiges und ein englischsprachiges, habe ich gehört. Also das Problem ist halt an der Tatsache, dass er heißt ja 6ix9ine, weil er 69 Mal auf dem Körper 69 tätowiert hat. Und ich weiß halt nicht, wie gut man untertauchen kann, wenn man halt 69 Mal 69 tätowiert haben kann. Du könntest halt immer falsch rumlaufen, dann würde einer sagen, nee, das ist nicht 6ix9ine, der hat hier nur 96 auf dem Körper tätowiert. Ja, vor allen Dingen, Zeugenschutzprogramm heißt ja, also ich glaube, es ist auch kein Zeugenschutzprogramm, das würde ja gar nicht funktionieren. Aber heißt ja auch, okay, du löscht deine bisherige Identität. Mhm. Du löscht Social Media, also keine weiteren Internetplattformen, musst du auch. Und du gehst einer komplett
anderen geregelten Arbeit nach. Und jetzt stell euch mal vor, wenn Kollege 6ix9ine mit Seitenscheitel im Anzug vor dir sitzt und der ab jetzt versucht, Versicherungen zu verkaufen. Stupid! Würde nicht funktionieren, glaube ich, ne? Ja, also er muss ja irgendwas, also ich weiß halt auch nicht so, das ist immer die Frage, hat er viel Geld, hat er nicht viel Geld, hat er Freunde, Familie? Ich schwanke immer so zwischen hoffentlich oder hoffentlich nicht. Ja. Inklusive Freunde. Irgendjemand muss ihn auffangen, aber ich habe keine Ahnung, wo die Geschichte hingeht. Also das ist eigentlich ist die Geschichte schon geschrieben, aber es will keiner wahrhaben. Also die Netflix-Serie ist ja schon confirmed, dass sie kommt. Echt? Ja, ja. Oder das Film, auf jeden Fall irgendein Studio hat eingekauft. Ja. Ja, also wenn das eignet sich ja wohl absolut perfekt. So, du hast den Hauptdarsteller, aber die Frage ist, wer wird 6ix9ine spielen? Das ist das Witzige. ich komme. Das Ego ist groß genug, glaube ich, dass er das selber machen will. Ja, und dann wird er bei den Dreharbeiten umgebracht und dann ist der Epos perfekt. Ja, oh Gott. Alter. Aber das ist das, was ich meine, Kevin. Das ist das, was ich vorhin mit meinen Worten beschreiben wollte. Das ist dieses Gefühl, das jetzt gerade rausschwimmt, ist das, was ich meine. Und das gab es bei Jungs wie Public Enemy damals nicht. Da wollte ich nämlich auch gerade drauf zu sprechen kommen, weil das ist auch so eine Gruppierung. Klar, die haben wichtige Sachen gemacht, aber es juckt mich einfach nicht mehr, was sie heutzutage machen, weil jede News, die von denen ans Tageslicht kommt, seit, keine Ahnung, gefühlt 3-4 Jahren, ist nur Quatsch. Hat nur mit Stumpfsinn zu tun und es ist einfach unangenehm. Flavor Faith, sowieso unangenehm. So, safe. Aber da weißt du, das Problem ist, Chuck D ist inhaltlich, würde ich sagen, also von dem, was er gerappt hatte, von den Texten her, einer der wichtigsten Rapper in der Geschichte dieser Kultur. Das muss dir doch richtig doll wehtun, wenn du das alles so siehst, wie die sich da über Social Media streiten. Guck mal, es geht ja darum, Public Enemy hat gesagt, wir schmeißen Flavor Flav raus. Mein erster Effekt war, ein bisschen ärgerlich, ist nicht mehr Public Enemy, aber wenn ich mir die letzten 15 Jahre Flavor Flav angucke, wahrscheinlich die sinnvollste Entscheidung, die Public Enemy seit längerem getroffen hat, um dann im Hintergrund zu sagen, ach übrigens, stimmt gar nicht, war alles nur ein Witz, wir wollten nur Promo machen, Album ist draußen. Aber dann sagt ja einer noch so, ich mach die witzig mit, weißt du, hä? So was ist ein Sinnbild dafür, Musterbeispiel dafür, wie schwierig es ist, im Rap überall zu altern. Denn das ist ja, also da steckt ja auch das Problem drin, dass sich keiner mehr für Public Enemy Alben der letzten wahrscheinlich 20 Jahre interessiert, 15 Jahre interessiert. Und immer weniger, dass die Relevanz immer weniger wird. Und wenn du selber mal auf dem Thron warst und Public Enemy waren irgendwann um die 90er, bis in die 90er rein, waren sie eine der wichtigsten Crews der Welt. Einfach. Und jetzt ist es egal, ob was Chuck D sagt oder es ist eher unangenehm. Das ist ein Abstieg, den du auch erstmal schaffen musst. Das muss halt tatsächlich erstmal hinbekommen. Weil wirklich, Public Enemy juckt ja wirklich gar nicht mehr. Also es ist ja einfach komplett, man redet ja nur noch über so kleine Skandelchen oder so, aber auch nur aus Nostalgie. Und das ist bei mir und bei Marvin sicherlich auch nicht, ja nicht einmal der Fall. Ich kenne Public Enemy nur als unwichtige alte Männer. So, ich sage so, das klingt hart, aber ich habe ja nicht diesen Bezug dazu gehabt, dass ich die mal erlebt habe, wie die krass waren. So. Ich kenne Flavor Flav von seiner Dating-Show. Daher finde ich den krass. Ja, genau. Daher finde ich den unangenehm. Ja, genau, weißt du, das ist halt der Unterschied. Ja, ja. Und ich möchte an der Stelle auf jeden Fall jeden dazu aufrufen, mal Take the Nation of Millions to Hold Us Back oder Fear of a Black Planet oder Apocalypse 91 zu hören. Das sind halt alles Alben, die leider aber jetzt, lass mich nach, in den fucking 30 Jahre alt sind. Ja, ich nicht. Ja, genau. Aber das sind so Klassiker, aber das ist ein bisschen so wie. Also ich würde schon sagen, aus Hip-Hop-Sicht, falls ich wieder so ein bisschen klinge, aber ich finde, das gehört doch da so ein kleines bisschen dazu. Du musst nicht alles nachholen, du musst nicht versuchen, 50 Jahre Hip-Hop-Legacy nachzuholen. Aber wenn du verstehen willst, wie Rock funktioniert, dann musst du dir zumindest mal ein Best of Rolling Stones oder wenn du Pop verstehen willst, musst du dir mal die Beatles angehört haben. Und wenn du Rap in seinen Ursprüngen verstehen willst, dann musst du NWA hören und dann musst du Public Enemy hören. Ja. Und Run DMC. Und diese drei Alben gehören einfach dazu. Und jeder, der das nicht macht und dann über Public Enemy urteilt, macht in meinen Augen einen Fehler. Es ändert aber nichts daran, dass das Hier und Jetzt und das Bild, das sie zeigen, ein sehr, sehr trauriges ist. Ja. Das ist aber, glaube ich, das Problem mit Rap-Musik, weil du bist wenn du so alt bist wie ich und du Rapper bist, bist du reich, geil und du lebst
dein Leben damit, dass du machen kannst, was du willst und dass du immer cool bist. So, du bist einer der coolsten, so, du machst Rap, du bist Rapper. Und dann wirst du alt und irgendwann bist du halt einfach nicht mehr cool, aber, also du kannst auf eine ganz andere Art und Weise kannst du cool sein, so. Aber nicht auf die Art und Weise, in der du cool warst, als du 25 warst. Du meinst halt so. Jay-Z cool und du meinst ja, genau, J. Cole cool, cool und... Ja, genau. Und, ja, Nico Kendrick Backspin Lamar cool. cool. Und, Dankeschön. Und du meinst nicht, ich habe eine Uhr um meinem Hals cool. Ja, ja, also das ist auch eine andere Art von Coolness. Aber du weißt, was ich meine. Ja, ja. Aha. Was hast du noch mitgebracht aus den USA? Es ist, ich meine, das sind Leute, die sind offensichtlich am Ende ihrer Karriere. Gibt es New Guns, Young Guns, die wir mitkriegen müssen? Ach, Nico, du spielst mir aber auch in meine kleinen imaginären Kärtchen hier rein, muss ich dir sagen. Da werden so die halbhohen Flanken werden da geschickt. Ey, aber die werden so angechippt. Die werden nur so kurz rübergehoben, dass du quasi ganz locker Volley das Ding entwickelst. Ja, also so ein schöner Flugkopfball. Oh, okay, Leute, ich köpfe ihn rein! Es gibt die XXL Freshman Class, ist so eine, für die, die es nicht kennen, ist so eine Liste, die jedes Jahr rauskommt von XXL, das ist so ein dickes Hip-Hop-Magazin in den USA. Und die machen jedes Jahr eine Freshman Class mit quasi den 10, der heißeste Scheiß für dieses Jahr. Und das ist auch tatsächlich sehr oft sehr richtig, was die sagen. Es ist manchmal auch sehr falsch, aber zum Beispiel so 2016 war Lil Uzi, Denzel Curry, 21 Savage, alles Leute, die halt wichtig sind einfach und wichtig geworden sind. Und jetzt aktuell geht es darum, dass man den 10. Spot, also es gibt immer 9 werden bestimmt und den 10. kann man voten. Den 10. Spot kann man jetzt gerade aktuell abstimmen und ich bin jemand, ich beschäftige mich schon sehr viel damit. Aber da sind, hier sind so, ja, so 100 Namen, sage ich mal, und die Leute, da sind manche Menschen dabei, das ist ja wirklich absolut fantastisch. Und ich bin dem so einen kleinen Komplott auf der Spur, auf der Seite, weil du kannst halt den letzten Spot reinvoten, aber es sind halt alle Leute da angeboten quasi als Vote-Spot und ich glaube, das ist, um zu machen, dass man nicht sieht, zum Beispiel ein Don Toliver zum Beispiel, der ist ein relativ großer Name, der ist die zur Wahl für den 10. Newcomer. Wenn das Magazin den jetzt aber noch nicht unter die ersten 9 Newcomer gesetzt hat, ist das, also dann sind die einfach aus einem anderen, dann sollten die mal zum Arzt gehen, sage ich mal so, weil es gibt keinen Weg an Don Toliver als einen der krassesten 10 Newcomer des letzten Jahres vorbei, so. Aber wenn die es jetzt, vielleicht haben die Don Toliver nur auf dieser Liste drauf, damit die Leute nicht wissen, dass sie ihn schon vorausgewählt haben. Und das ist jetzt die Frage, weil wenn ich jetzt für Don Toliver vote, wo geht mein Vote dann hin, wenn er schon drauf ist? Das kann ich dir nicht beantworten. So, und zu den Rappern hier, es gibt halt, also so die Leute, die frisch und heiß sind, halt so die New Yorker, so Polo G zum Beispiel, Pop Smoke wäre auch einer von ihnen gewesen, Rest in Peace an der Stelle. Die jungen Wilden dominieren eigentlich das ganze Ding. Es geht aktuell, finde ich, so der Trend in den USA ist, so, wenn du ein neuer Rapper bist, dann musst du einfach eine geisteskranke Energie mitbringen, die halt die 10 Leute, die vor die geisteskranke Energie mitbringen, die, keine Ahnung, oberkörperfrei Liegestützen auf einer Laterne machen oder sowas. Du musst einfach krass energetisch sein oder du musst lyrisch krass sein. So, weil, aber da kriegst du aktuell, finde ich, weniger Katzen hinterm Ofen hervorgelockt als mit Energie. Und das Problem ist aber, wenn alle ihre Energie versuchen zu übertrumpfen, wo geht die Energie dann hin? Also, ne, dann ist die Energie da drüben, dann ist sie wieder hier. Man muss sie sich sichern, ist die Sache. Wie zufrieden bist du denn bislang mit der Auswahl oder beziehungsweise mit dem Kandidatenkreis? Ja, also man sieht halt alle so, aber so die wichtigsten Leute für mich, die rein müssen, sind halt Baby Keem so. Baby Keem, wenn der halt nicht zu den Top 10 Newcomern ist, so dann siehst du dann, ne, also ist halt objektiv, das ist keine Meinung, das ist eine objektive Sache, dass Baby Keem nicht fehlen darf. Dann jemand wie Don Toliver, auf jeden Fall auch ziemlich geil. Viele, viele, viele Frauen auch dieses Mal dabei. Das wird ja immer mehr jetzt bei XXL. Letztes Jahr waren 3 Frauen zum ersten Mal dabei. Normal war immer nur so eine Quotenfrau. Ja, okay. Jetzt letztes Jahr Megan Thee Stallion dabei. Ultimativ krass. So, die ist ja auch sehr populär jetzt. Auch mit Hot Girl Summer einen miesen Durchbruch gehabt. Rico Nasty auch sehr, sehr krass gewesen. Und dieses Jahr sind auch viele dabei. Asian Doll, Cuban Doll sind dabei. Danny Lay ist dabei. Und ich bin, eigentlich kann man sich nicht beschweren über diese ganze Auswahl, aber das Ding ist natürlich, wenn du 100 Leute hast, wirst du 10 der richtigen haben. Aber wenn jetzt die finale Auswahl kommt, das wird wahrscheinlich so in den nächsten 2-3 Wochen sein, die haben jetzt ja viel Zeit mit Corona, dann
können wir da nochmal drüber reden, weil das könnte dann wieder zu Wut führen. Aber Freunde, das seht ihr natürlich auch. Auf das Vorstellungsvideo. In Marvins Room, vollkommen richtig, Leute. Da könnt ihr mal wieder gucken, was dann da abgeht. Voll die sagen. Und ganz ehrlich, das ist zum Beispiel auch einmal eine Sache. Wenn ich diese Liste durchgehe, dann kenne ich in der Regel immer so die Hälfte der Namen in irgendeinem Zusammenhang, habe ein bisschen was davon mitgekriegt, aber nicht in der Gänze. Und da ist dein Format auf jeden Fall ein sehr guter Einstieg, um ein bisschen mehr darüber mitzukriegen und verstehen, wer die Künstler sind, die dafür sorgen, dass in 2 Jahren Deutschrap-Künstler von ihnen inspiriert werden. Ja, richtig. Das ist vollkommen richtig. Schön. Feier meine eigene Witze. Hast du irgendwie sonst noch irgendwas, was du berichten möchtest aus den USA? Gibt es noch was dir wichtig, was dir auf dem Herzen liegt, worüber man unbedingt gesprochen haben muss, was die Leute mitgekriegt haben müssen? Das Thema, was mich am meisten umtreibt aktuell, ist halt, wie gesagt, dieses St. John Ding, dass der auf Platz 1 der Charts ist wegen einem TikTok-Remix, aber das haben wir eigentlich schon so relativ gut thematisiert. Ich persönlich muss noch ein kleines Respekt-Ötchen an The Weeknd aussprechen. The Weeknd natürlich erstmal geisteskranker Musiker. Aber hat erst sein Album gedroppt, was relativ überraschend kam, also mit bisschen Vorlauf, aber überraschend. Dann droppt er eine Deluxe-Version vom Album, was ja sowieso der neue Trick ist, so wäre schon ein bisschen älterer Trick, aber es kickt halt einfach die Streaming-Zahlen nochmal geisteskrank hoch. Ist nicht so krass für die erste Woche auf jeden Fall, wenn ich das richtig verstehe, weil du halt nicht das akkumuliert hast, aber du hast insgesamt viel mehr Stream, weil nach der Deluxe-Version läuft das normale Album nochmal durch. Punkt. So. Dann hat er eine Deluxe-Version rausgebracht, dann hat er die Woche danach eine Remix-Version von seinem Album rausgebracht. Die Remix waren aber alle so mit so Audio-Effekten drauf, man konnte gar nicht erkennen, wer da drauf ist, und haben Leute sich beschwert. Und dann hat er noch eine Remix-Version ohne Audio-Effekte rausgebracht, das heißt, er hat 4 Versionen seines Albums veröffentlicht, und aber die 4. glaube ich nur, um den Fans zu geben, was sie wollen, oder es war von vornherein ein geplantes Marketing-Tool, dass du halt sagst, okay, wir geben euch die Remixe mit scheiß komischen Lo-Fi-Effekten drauf, und dann sagen die Leute, okay, wir wollen das Richtige hören, und dann kriegen sie das. Und das finde ich persönlich interessant, einerseits aus marketingtechnischer Sicht, andererseits cool, finde ich, weil wenn du Weeknd-Fan bist, ist es doch nichts Geileres, wenn du 4 Wochen ein Album bekommst. Ich habe davon, ja. Ich habe von diesen ganzen verschiedenen Versionen, die habe ich mir alle nicht angehört. Ich habe nur die erste Version quasi gehört, nur mit ihm, ohne Features und allem. Okay. Ja, mich überfordert das auch schon. Ja, alleine. Genau, das macht mich kirre. So, ey, komm, mach doch ein Album, haus draus. Ey, Leute, mal ganz ernsthaft, Real Talk, ich bin schon so hart damit beschäftigt, überhaupt alles mir anzuhören zu können, was so los ist. Deutschland, USA, Europa. Wenn dann noch ein Künstler anfängt, jetzt noch 15 verschiedene Versionen davon zu machen, weil er es kreativ findet, go for it, mach es, ich bin voll da, ich fühle das, was du machst, aber erwarte nicht, dass ich das alles auch noch mitkriege. Da brauche ich Leute wie Marvin, die dafür sorgen, dass ich es mitkriege. Dafür bin ich da. Aber welche Version ist denn die beste, Marvin? Also ich finde, die finale Version ist die beste, weil es ist, in der letzten Version gibt es einen Heartless-Remix mit Lil Uzi, und auf der Audio-Effekt-Version kann man Lil Uzi nicht verstehen. Und dann hat er mir persönlich den Wunsch erfüllt und gesagt, okay, hier hast du die Version mit Lil Uzi ohne Audio-Effekte. Dementsprechend ist es für mich die Audio, die Deluxe-Remix No-Audio-Effekt-Version, meine Lieblingsversion. Oh Gott. Okay, alles klar. Oh. Ja. Ich bin froh, dass ich das Album durchgehört habe, was ich übrigens insgesamt sehr gut, aber auch mega eingängige Hitsingle, klar, aber ansonsten habe ich ein bisschen damit gebraucht. Ich fand es ganz geil, und ich stelle mir so eine Frage, wir haben die auch schon in der WhatsApp-Gruppe so ein bisschen diskutiert, inwiefern sich Künstler jetzt noch so an alter Musik bedienen und inwiefern das Referenzen oder doch eine Hommage ist oder dann doch vielleicht ein frecher Byte, weil er nimmt so eine Topline von Tears in Heaven von Eric Clapton, und die Melodie läuft die ganze Zeit durch im Hintergrund auf, oh Gott, jetzt weiß ich gerade nicht, wie der Song heißt, Save Life oder so, müsste ich mal nachgucken. Und ich frage mich dann so, nee, Scared to Live, so heißt der Song. Und ich frage mich die ganze Zeit, ist das im Sinne Eric Claptons? Weil wenn man so in die Credits reinguckt, dann sieht man, dass Elton John mit in den Credits steht. Und wenn man dann ein bisschen weiter recherchiert, dann merkt man, okay, Elton John, es gab mal so eine All-Star-Version von Tears in Heaven von Eric Clapton, wo auch Elton John dabei war. Und
das würde ja bedeuten, dass ich Weekend in erster Linie Elton Johns Part bedient hat. Aber man hört im Hintergrund im Instrumental die ganze Zeit die Melodie von Tears in Heaven durchlaufen. Und das ist so subtil, dass es für mich fast gar keine Referenz mehr ist, sondern dass man es halt einfach benutzt hat. Aber ja, das führt jetzt zu weit. Ich würde sowieso sagen, wir können mal jetzt über unsere, vielleicht über Top-Releases oder so sprechen und dann bald Hausaufgaben machen. Krass, Alter, wir haben ja noch nicht mal die Releases, ne? Komm, das aber im Schnelldurchlauf. So viel am Quatschen, ich merke, ja. Wir sind viel zu lang. Sorry. Nee, alles cool, alles cool. Lass mal drüber reden. Da, Marvin, welchen Song, welches ist dein Top-Release? Welchen hast du mitgebracht? Ich hab's Lucy-Album mitgebracht. Hallo Lucy und dein Album. Ey, da habe ich eigentlich nur eine Frage, Marvin, ne? Ja. Ich hab versucht, und du weißt ja, ich bin eigentlich nicht so hängen geblieben oder so. Ich höre viel und gerne Musik, aber Lil Uzi geht mir einfach nicht rein. Nicht? Und ich verstehe nicht, warum das für dich der Beste ist. Same. Echt? Es gibt immer mal so Songs, da verstehe ich das, aber sobald ich vier hintereinander höre, bin ich genervt. Wirklich, also Lil Uzi macht mich echt fertig. Echt? Alter, boah, das verletzt mich richtig. Und ich bin großer Brockhampton-Fan, also ich habe ein Ohr für anstrengende Musik oder so, aber... Also ich würde Uzi jetzt nie als anstrengenden... Ich finde, Uzi ist aktuell die beste Form von dieser Hibbidi-Hibbidi-Autotune-Musik. Ist Uzi aktuell die Speerspitze davon? Das hat er aber nicht nur sich selber zuzuschreiben. Das liegt auch daran, dass viele der Lieder, die veröffentlicht worden sind, in einer Art Zeitkapsel waren, weil viele Lieder aus 2017 sind. Und er trifft einfach für mich ist das so krass wie Culture 1 von Migos, weil er in der Zeit, wo alle keinen Bock mehr haben auf Trap-Musik, die Rapper sind, fahren gegen Wände zum Teil, wie Migos mit Culture 2 gegen die Wand gefahren ist, weil es halt nicht gut auf Dauer war. Und Uzi bringt zwei Alben, was halt eigentlich so viel zu viel ist, 32 Tracks, ich bin der größte Hater von 32-Track-Alben, ich kann das Uzi-Album anmachen und ich höre das durch, oder ich höre das ich kann das dreimal in Dauerschleife laufen lassen und ich könnte meinen Tag leben, weil es für mich wirklich genau diesen Nerv trifft, dass ich ignorante Musik von einem coolen Typen höre, der Spaß dabei hat auf coolen Beats. Und das hat er... Ich höre das Album immer so, auf random klicke ich drauf und höre es durch. Das ist bei einem 32-Track-Album schon mal geisteskrank. Das ist bei mir dann so krass, dass ich nicht mal unbedingt weiß, wenn du mir einen Tracknamen sagst, welcher Track das ist, weil ich das immer nur auf Durchplay höre. Ich habe aber das Album schon mindestens 30, 40 Mal durchgehört, aber kenne Tracknamen nicht, weil ich das halt so ins Ohr gehend und eingänglich finde. Und ich finde halt, dass dadurch, dass Lil Uzi Labelprobleme hatte und immer wusste, dass er es in sich hat, und er ist so mega von sich selber überzeugt, auch sagt er auch in Interviews immer so, er sagt irgendwie, ja, ich wache jeden Morgen als Lil Uzi auf, wie kann es mir nicht gut gehen? Und er hatte halt nur Labelprobleme und ist dann irgendwie mit diesen Songs, die auch schon zum Teil seit 2016 als Leaks im Internet sind, so... Die sind nochmal, die fassen einfach einen anderen Zeitgeist auf, als wenn du heute einen Trap-Song machst. Und selbst die Trap-Songs von heute von Lil Uzi geben mir so unendlich viel, weil er selber noch Spaß dabei hat. Und das ist das, was für mich, glaube ich, das ist, was ihn verkauft. Weil so ein Young Thug, da wird man nie erkennen, ob der Spaß oder nicht, weil es so cool ist. Bei den Migos sieht man, dass sie keinen Spaß mehr die meiste Zeit gehabt haben. Aber Uzi, der ist so ein kleiner, süßer Frechdachs, dass du dir einfach richtig vorstellen kannst, wie der so vor dem Mikrofon steht. Das ist so ein bisschen zu hoch. Er hängt so ein bisschen weiter unten und sagt so, ja, Mann, Prices gehen hoch. Und das ist für mich, ich fühle das einfach. Ich höre dieses Album und ich lache und ich freue mich so. Und alle meine Freunde, die halt auch genau diese Musik hören, wir kommen halt aus dem Staunen wirklich nicht mehr raus aktuell, weil es halt so krass ist. Mein Plädoyer für Lil Uzi. Okay, finde ich sehr gut. Kann man auch genauso stehen lassen. Möchte ich gar nichts mehr weiter hinzufügen. Ich habe mitgebracht und wir hatten schon ein bisschen drüber gesprochen, und ich habe es mir dann jetzt in Ruhe mal angehört, J Electronica Album. Weil, und da, ganz ehrlich, es gibt halt einen, der ist der The Goat, und wenn der dann Hidden Wise auf einem, sind es 12 Jahre, 10 Jahre verspäteten Debütalbum dann auch noch so als quasi, wie so der, weißt du, es ist nicht dieser Tütenparmesan-Käse,
sondern es ist der frisch gehobelte, den du so nimmst, diesen guten, den du beim italienischen Feinkostladen gekauft hast, den du da so rüberhobelst und da noch so ein bisschen und ja, komm hier über die Ecke auch noch und überall so mit verteilst, ohne dass du draufschreibst, übrigens, das ist frischer Parmesankäse. So, so fühlt sich dieses ganze Album an, denn komplett überall Jay-Z mit verstückelt auf dem Album machen es für mich noch schöner, als ein J. Electronica Album so in sich gewesen wäre, wo ich eigentlich auch schon nicht mehr mit gerechnet hatte. Hm. Ich habe mir das auch angehört. Ich finde die Produktion krass und ich finde auch die meisten Jay-Z-Parts geil. Aber ich kann mir J. Electronicas Art zu rappen, kann ich mir einfach nicht geben. Tut mir leid. Nee, das ist das, ich, das, so was, das was ich meine. Ich glaube, ich wäre auch, ja, ich wäre auch ausgestiegen, aber die Tatsache, dass überall Jay-Z drin steckt. Und da bin ich ja, da habe ich ja die andere, das ist eine These, die ich nochmal aufbewahre, ne? Aber ich teaser sie hier ganz kurz an. Es gibt halt keinen, es gibt nur einen einzigen, ich mache es so, es gibt nur einen einzigen Rapper. Also Rapper, der es geschafft hat, in Würde zu altern. Ja. Und darüber freue ich mich jedes Mal wieder aufs Neue. Ist echt so, ne? Das ist tatsächlich so. Es gibt keinen anderen. Nee, das war nur eine Teaser-Tease, Leute. Wir dürfen jetzt gar nicht drüber reden. Das ist stimmt. Nee, die nehme ich, Marvin, wir machen das so. Jetzt schon verabredet, wir treffen uns dann. Lass uns in 2 Wochen wieder, machen wir eine neue Folge wieder mit dir zusammen. Dann übernehme ich diese These. Ja, nee, ich nehme die dann. Das war meine These. Nee, ist meine. Nee, gibt keinen Beweis, dass es deine ist. Nee, ist auch nur eine Videoaufzeichnung. Nee, das kann mir keiner beweisen. Ja, genau. So. Kevin, welche Sache, was dein Release, was bringst du mit? Ich finde, also ich bin ja großer Brockhampton-Fan und ich habe ein bisschen gebraucht, um in Ginger reinzukommen, aber es hat letztendlich geklappt, das ist das letzte Album von der Crew und jetzt ist zu Sugar, einem Song, den ich sowieso schon sehr, sehr, sehr gemocht habe, ein Remix rausgekommen und das mit niemand Geringeres als Dua Lipa, die wahrscheinlich größte Popkünstlerin, die wir derzeit haben, aber auch eine sehr progressive, finde ich. Ich mag sie sehr gerne. Und das ist halt einfach ein sehr, sehr schöner Song von zwei Künstlern, von denen ich niemals gedacht hätte, dass sie zusammen auf einen Track landen werden. Und auch es kam einfach so mehr oder weniger aus dem Nichts für mich. Ich wusste nicht, dass sie irgendwelche Connections zueinander haben. Und es ist ein schöner, kitschiger Song dabei rausgekommen. Und ich finde ihn wunderbar. Kurz erzählt. Aber ich kann da gar nicht so viel zu sagen, außer dass ich diese Verbund geil finde. Alter, da bin ich bei Brockhampton und so bin ich raus, Alter. Ich weiß nicht, waren wir zusammen auf dem Roskilde-Festival? Ja, ja. Wo ich mir das angeguckt habe und gesehen habe, wie da, ja, waren es ja 20.000 Menschen, sich in dieses viel zu kleine Zelt, das war so offen, also rangepresst haben und Massen und du hattest echt, musstest echt aufpassen, dass du da heil rein und wieder rauskommst aus der Nummer, selbst wenn du außen drum standest. Und dann ist das so Mucke, da bin ich so weit weg von. Und ich sehe, wie so ein Moshpit aus tausenden Menschen halt durchdreht. Und ja, ich weiß noch, du konntest dir das nicht so wirklich geben. Du hast dir entspannt deine Fanta aus Entfernung getrunken und hast dich ein bisschen unterhalten. Und ich bin dann aber doch noch in die Menge rein und habe mir das Konzert gegeben, so eine halbe Stunde oder genau. So. Ja. Ich habe lieber mal einen gut sortierten Bratwurst gesucht. Okay, Marvin, wenn du nichts mehr auf dem Herzen hast, würde ich sagen, wir schließen die Newsrunde ab und gehen zu den Hausaufgaben, denn da hast du dieses Mal die wichtige Aufgabe, uns was zu geben. Aber da kommen wir jetzt zu. Jetzt geht es um die Hausaufgaben. Yeah. Bevor, Marvin, du uns jetzt hier gleich ein paar Hausaufgaben aufgibst, müssen wir die alten abarbeiten. Soll ich anfangen oder willst du, Kevin? Fang du mal an, ruhig. Okay, meine Aufgabe war es, von meinem werten, geschätzten Kollegen Massiv, schöne Grüße, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, mir anzuschauen und nochmal damit Revue passieren zu lassen. Und es war eine nette Zeitreise, denn wir befinden uns im Jahr 2007. Es ist die Zeit, in der aus dem offensichtlich sehr brachial und massiv auftretenden Massiv, der 2006 mit Blut gegen Blut ein Album gemacht hat, das gezeigt hat, okay, da kommt irgendwo aus der Mitte Deutschlands ein Typ, der sieht so mächtig und brachial aus. Der ist nochmal 3-mal krasser als das, was sich alle von Bushido und Sido vorgestellt haben. Und hat solche breiten Oberarme und sieht aus wie ein fleischgewordenes Raptier. Sodass auch Sony BMG war es, glaube ich, sich gedacht hat, okay, den machen wir groß, geben ihm mal einen riesengroßen Vorschuss für damalige Verhältnisse. Heute sind das Peanuts. Und machen aus ihm den Mega-Superstar. Was dazu geführt hat, dass ein bis heute für Zeitgenossen dieser Deutschrap-Epoche ein legendärer Satz entstanden ist, der Tight Glossy Over Shoulder Blick, den damals in einem Fotoshooting zur
zum Re-Release von Blut gegen Blut während der Foto- und Dokumentationsphase quasi mit aufgetaucht ist, weil die Leute halt mit ihm dann arbeiten wollten. Und dann sollte er Tight Glossy über die Schulter gucken. bis heute legendär. Du hast Benno Mond in der Ghetto-Kracht ausgesucht, weil es, glaube ich, auch die erste Single war. Nee, die Single nach dem Release war es, genau sowas. Aber es war die erste Single von ihm, die in den Charts gelandet ist, habe ich gesehen. Es war auf jeden Fall so die Lead-Single zu damals, auch zu dieser aufkeimenden Diskussion, so, wer ist dieser Massiv, warum wird er jetzt auf einmal so prominent platziert und soll das jetzt der deutsche 50 Cent sein? So, ja, genau. Das war ja so damals die Diskussion, wie ich sie als Teenie irgendwie wahrgenommen habe mit meinen 16 Jahren. Es gibt ja auch das legendäre Tattoo, deswegen habe ich auch bei der letzten Folge auch schon so ins Video gemacht, weil Massiv eine Zeit lang, wenn der Mond in mein Ghetto kracht, hier auf den Unterarm stehen hatte. Das hat er sich aber in den großen Sitzungen über die Jahre, glaube ich, unter anderem wegmachen lassen. Nichtsdestotrotz steht der Song und damit auch die Art und Weise, wie er es damals gemacht hat, schon auch ein bisschen sinnbildlich für den Massiv, wie er damals aufgetreten ist. Denn der Beat und so, das ist auch so... so gepitchte Vocal-Samples mit drin, also es hat schon so den Touch von, wir machen eine Single, wir machen hier was fürs Radio, und aber trotzdem ist der Typ verdammt düster und so. Und sagt aber dabei dann ja auch sehr motivierende Sachen und spricht für die Straße, spricht für sein Viertel. Wenn du, hier hast du 1 Million Schulden, also musst du 2 Millionen machen und so. Sehr gefühlsschwanger. Aber im Prinzip, und das muss man eben irgendwie bis heute auf jeden Fall auch hoch anrechnen, finde ich, immer noch der gleiche Massiv, der wahrscheinlich ein paar Schimpfwörter rausgenommen hat. Damit hat er irgendwann angefangen, die Sprache ein kleines bisschen zu säubern. Aber die gleiche, also immer wenn man Massiv hört, finde ich, kann man so eine Faust ballen und sie so in die Luft tragen und sagen, ja Mann, wir schaffen es gemeinsam. Ey, ich war aber auch so, ich habe es mir auch nochmal angeguckt und angehört, das habe ich richtig lange nicht gemacht. Und dann war ich auch so teilweise ein bisschen verwundert, weil am Ende von der zweiten Strophe sagt er auch so, ja, ich war beim Psychotherapeuten, ich bin innerlich vernarbt, dieser Gangster, der auch heult. Und ich war so, krass, so, weil eigentlich, man würde sich ja selbst heutzutage noch wünschen, dass einige Rapper auch mal so andere Seiten an sich entdecken und vielleicht auch einfach mal zeigen, dass sie ein ganz normaler Mensch sind, einfach damit auch ihre Fans vielleicht mal ein anderes Verhältnis zu Männlichkeit bekommen und wie sie sich das vorstellen. So, aber und Massiv hat es damals schon so hier und da subtil gemacht, aber wahrscheinlich war man selber noch gar nicht so drauf gepolt und hat darauf gehört, auf solche Dinge. Aber ich war verwundert und habe mich aber auch gefreut, als ich das gehört habe. Ja, ich muss auch sagen, eine sehr interessante Zeitreise. Also ich habe mich ein bisschen daran erfreut, auch wenn ich das komplette Drumherum sehr unangenehm damals schon empfunden habe. Und die Lanze muss ich brechen. Ich habe mit Massiv in diesen jetzt 13, 14 Jahren sehr oft zusammengearbeitet, habe den sehr oft getroffen. Es gibt kaum einen korrekteren Typen als Massiv, wenn du gerade so auch in meiner Arbeit auf ihn triffst und mit ihm dich austauschen kannst. Immer sehr gewissenhaft, sehr vertrauensvoll. Wir haben gute Sachen gemacht. Wir haben bei 4 Blocks zusammengearbeitet, eine Serie, die ja ihm auch durch den Charakter Latif auch nochmal ein ganz neues Level und auch eine zweite Karriere quasi geschaffen hat. Ich habe ihn aber auch schon bei so Themen wie dem Straßenwahlprogramm mit Politikern zusammengebracht, wo er eine gute Figur gemacht hat. Wir sind durch die Hood gefahren und er hat uns sein Leben in Berlin gezeigt und so alles das 4 Blocks nicht, aber zumindest das andere bei uns auf dem Kanal zu sehen. Und bis heute auch, und das sieht man ja jetzt gerade auch wieder, jemand, der schon auch ein Auge hat. Denn das, was er sich da gerade auf seinem Label an Künstlern zusammensammelt, ist ja offenkundig für die Zeit sehr gut gesehen. Und es zeigt, dass er einer von den Guten ist. Hast du ihn noch damals getroffen? Also zu diesem Release von dem Album und so? Ja, aber da war es noch Cover. Ich glaube, das war Cover-Geschichte Backspin Magazin. Da war es noch nicht Video-Content, da haben wir noch nicht so viel. Krass, er war auch Cover? Ja, er war auch Cover. Er war auch Cover. Krass. Es ist ja definitiv auch nach wie vor immer noch eine Geschichte, die damals inklusive dem Gesamtsetup mit Lay Major will jetzt richtig reinbuttern und so. Mhm. Es hat alles geklungen nach Startrampe und er wird der neue 50 Cent. Er hat alles, was er braucht. Und dann, also, und vielleicht, genau, das ist noch die letzte Zusatznote, die ich noch gebe. Hat sich vielleicht über die Jahre auch gezeigt, dass der Typ, der dort performt, und den sie aufgebaut haben, nicht ganz zu dem passt, der vielleicht charakterlich dahinter steht. So, denn der ist zwar so ein brachialer Kerl, aber der ist im Herzen einer von den Guten.
Und also dann halt kannst du vielleicht nicht den skrupellosen Gangsterweg gehen. Für Musikindustrie, auch zu damaligen Zeiten. Ne? Vielleicht das. Es gibt so meine Hausaufgabe für dich auch, Jungs, die vielleicht auch zu gut oder an irgendeiner Stelle zu schwach. Die auch ein eigenes Verhältnis zur Musikindustrie. Ne? Ja, du hast mir den Song Flatbush von Tifla und Jalil gegeben, featuring Sam Semilia und Boba Fett. Hinter Sam Semilia verbirgt sich, wie unschwer zu erahnen, ist Sammy Deluxe. Und hinter Boba Fett, das ist ein altes AKA, das Yandelay, AKA Icy Ice, AKA Jan Eisfeld, AKA, keine Ahnung, wie der sonst so hieß, damals sich gegeben hat. Ist 2000 rausgekommen. Also ein echtes Millennium-Kind, dieser Song. Und ja, also er heißt Flatbush, weil es ist Tefla und Jalil, weiß man ja, waren bei Flatbush, Flatline Records gesigned, oder das war ihr eigenes Indie-Label und so, während Sammy und Jan die Fahne für Eimsbush hochgehalten haben. Also ist Flatbush nicht nur ein Stadtteil in New York, sondern auch der Zusammenschluss aus Flatline und Eimsbush. Ja, vor allen Dingen, weil deswegen Boba Fett und Sam Semilia, weil sie neben ihren Major-Verträgen halt auf Eimsbush in die Vinyls und Tapes veröffentlicht haben unter diesem Synonym. Ah, okay, das macht Sinn. Das war und der Grund. Du hattest ja auch die These geäußert, dass das ist einer der besten Feature-Pars von Eisfeld ist, den er jemals gebracht hat. Ja. Und ich fand ihn auch sehr, 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 sehr gut, kann mir aber die Hook oder die Bridge von ihm nicht anhören. Das finde ich ganz grausam, ehrlich gesagt. Dieses Oh, Flatline. Ja. Ja, das ist okay, das ist zum Beispiel bei mir, also ich bin ja genau in der Zeit damit groß geworden, das ist auch noch alles so Splash und dann kommt das und dann gehört es in den Releases, die kommen und so. Ich habe das ultra gefeiert, das ist für mich auch einer, der wahrscheinlich immer, wenn ich so ein Best-of der Zeit machen würde, wäre der immer dabei, weil ich den unheimlich gerne mag. Aber der Part ist halt ziemlich geil, weil er dann natürlich auch dieses Ost-West diese Konflikte zwischen vielleicht den Regionen so ein bisschen aufhebt und ich dann also diese Lines mag, wie war das? Bringen East und West zusammen, scheißen auf dem 3. Oktober. Jetzt muss ich selber nochmal den Text raussuchen, aber ich habe das so gefallen. Stimmt, es gab den nirgendwo, deswegen. Ich wollte die Lyrics immer suchen, aber die gab es nicht. Ja, es gibt die Texte nicht online. Vielleicht muss da noch die gute alte Community, die Generation, die Beginner Fans darstellt und jetzt immer noch bei Beginnerkonzerten in Hallen steht und auf die Playlisten bei Spotify guckt und sagt, das hat mit unserem Hip-Hop nichts zu tun. Vielleicht müssen die auch mal anfangen, die Texte zu transkribieren und ins Internet zu bringen. Denn ich weiß, ich wollte irgendwas nachgucken, weil ganz am Anfang von dem Track sagt jemand so, ich komm fett rein und reimt da ihm was noch mit drauf und so, ich komm fett rein mit einem fetten Reim oder so. Und ich war so, oh Gott, Hilfe, hör auf, bitte, sag das nicht. So. Tut euch weh, ne? Ja, wirklich. Ja. Aber Jungs, das müsst ihr so ein kleines bisschen ab, also das gehört in die 2000er dazu. So ist das da gewesen. Und ich kann dann gerne immer sagen, ohne das wäre es heute nicht, wie es ist. Ja, natürlich. Cora. Wenn du in 10 Jahren aber hörst, wie einer sagt flexen, dann denkst du auch, was war mit dem los? Ja, ja, stimmt. Genau. Also, aber du weißt ja auch, dass ich da eigentlich ein Ohr für habe, für diese Zeiten, dass ich da auch so meine Perlen immer wieder habe. Zum Beispiel Helden weinen nicht von Tefl und Jalil, das habe ich dann auch im Zuge meine Hausaufgaben nochmal wieder entdeckt. Das ist ein bisschen später rausgekommen, ich glaube 2005. Aber das war so, das habe ich auf jeden Fall viel gehört damals, das weiß ich noch. Ja, ich weiß, also ich bin da drauf gekommen, ich habe den gefeiert, ich fand das geil. Also ich bin dann auch verfallen dann wieder ein bisschen in die Zeit und alle, die damals das auch mitgekriegt haben, die werden fühlen, was ich meine. Und ich kann aber voll verstehen, wenn der euch jetzt nicht so umhaut, wie er mich damals umgehauen hat. Ein Glück musste Marvin sich den nicht anhören. Aber Marvin, was müssen wir uns denn anhören? Ich habe ein bisschen Sorge vor deiner Hausaufgabe, ehrlich gesagt. Ja, also ich habe hier direkt zwei natürlich, also für jeden einen. Und bei Kevin können wir direkt anfangen mit, es ging ja um Nostalgie und um Sachen, die man früher gehört hat. Und ich denke mir, aktuell ist so ein bisschen Corona, man ist so ein bisschen zu Hause, man erinnert sich gerne an bessere Zeiten zurück natürlich. Und ich wusste bei, oder weiß bei Kevin nach wie vor nicht so ganz, ob er früher auch so ein kleiner, so mit 14, 15, 16 auch so ein kleiner frecher Spross war, der mit so komplett All Black rumgelaufen ist, mit so einem roten Karohemd. Mir sieht man es natürlich an, dass es 100% der Fall war, so muss man ja gar nicht viel Gehirnakrobatik für aufwenden. Ja, Moment, du kriegst die Altersaufgabe, ja scheiße, ich muss ja in die Neuzeit, oder? Ich hab noch mehr Angst, Alter, was gibst du mir gleich? Und der Kevin kriegt halt von mir, also für mich ist alt ja auch sehr relativ, ne, da ich sehr vital bin,
Ich habe Angst. Habe ich dem Kevin Rack City von Tiger mitgebracht tatsächlich, weil ich nicht sicher war, also Rack City war damals so das Epitom von Swagger-Musik und du trägst eine Lederjacke und gehst in den Club und trinkst dann da vor mit den Jungs und sowas. Und das ist so für mich so der Anfang von diesem ganzen Hip-Hop-Ding, so als Tiger der krasseste Rapper war. Und ich weiß nicht, ob Kevin auch damals schon gesagt hat, yo, Tiger ist der krasseste Typ und war da mit an Bord, oder ob er gesagt hat, damals schon, nee, ich höre lieber so ein bisschen was, wo nicht, was nicht ganz so dumm ist, so. Soll ich schon mal teasen, wie mein Verhältnis dazu ist? Ich verachte das richtig. Na, echt? Rex, die verachtest du? Ja. Warum? Diese Wodka-E-Mentalität. Ach so, ja. Ganz schlimm, aber egal, kann ich nächste Woche ausführlicher werden. Okay. Und für Nico, natürlich musste ich jetzt irgendwas Krankes bringen, weil ich natürlich weiß, du erwartest dann auch, dass ich so ein bisschen verrückte Zeugs mitbringe. So. Und ich hab Angst. Es gab zwei Optionen, ich habe mich für die erste entschieden. Treue Marvin's Room-Zuschauer kennen das natürlich schon, aber man kann natürlich auch nicht erwarten, dass man da alles den Überblick drüber hat. Und zwar ist es 645AR mit dem Song For the Trap. Ich will da gar nicht zu viel verraten eigentlich. Es ist eine sehr, sehr experimentelle Art von Rap, die ein bisschen gewohnt klingt, aber dann ist auch irgendwas ein bisschen anders. Inspiriert ganz klar natürlich von Playboi Carti und seiner Babystimme. Bleib gespannt, sag ich mal. Ja, es ist mir ein bisschen noch Begriff, aber es gehört zu den... Ah ja, mal gucken. Es gehört zu den Dingen, die ich bestimmt nicht mehr ganz nachvollziehen kann oder will. Ja, das kann ich mir aber denken. Aber was auch immer. Ich nehme es mit, ich freue mich drauf. Wir werden in der nächsten Ausgabe ohne deine Anwesenheit die Hausaufgaben besprechen. Hören uns auch bestimmt, denn wir haben ja versprochen, wir sind schnell. Und ihr seht ja, die letzte Stammstifffolge ist gar nicht so lange her. Jetzt habt ihr ein paar Tage später schon wieder die nächste. Und wir werden trotzdem nehmen gerade am Wochenende auf. Das heißt, in dieser Woche wird es auch noch eine weitere Stammtischfolge geben. Wieder im One-on-One. Wir, so als ob wir kämpfen, Kevin, 1-1. So wird es auch noch eine Folge geben. Ja. Und Marvin, du machst wann Marvin's Room? Jeden Montag um 20 Uhr. Leute, die das Format kennen, wissen es nicht immer ganz Montag 20 Uhr, aber wir sagen, Montag 20 Uhr ist angedacht für Marvin's Room. Das ist auch jetzt dank Corona der Fall. Alle zwei Wochen normalerweise, dank Corona wöchentlich. Geiler Typ. Corona hat was Gutes auch, Leute. Es gibt mehr Folgen von mir. Die nächste Folge kommt wahrscheinlich an dem Tag raus, wo ihr das hier seht. Also wenn ihr das hier seht, könnt ihr direkt Marvin Zoom gucken danach. Ja, geil. Ich find's cool. Danke, Marvin, dass du dabei warst. Wir sehen und das ist versprochen, uns in zwei Wochen wieder zu einer neuen Folge Stammtisch mit dir an unserer Seite. Alles klar. Ich danke euch.